11% hat die Nasdaq in den letzten 4 Handelstagen verloren. Aktien wie die Tesla sind um 34% gefallen, nachdem bekannt wurde, dass Tesla nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Heute wieder der große Rebound. Und wir stellen uns die Frage, wie geht es hier in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Damit vielen Dank, dass du dabei bist beim heutigen Marktausblick. Wir werden uns mit makroökonomischen Faktoren beschäftigen. Wir werden aber auch der Frage nachgehen, ob Optionsinteressen von privaten Retail-Tradern wirklich geeignet sind, um die Märkte nach oben zu ziehen. Ich werde euch die 5 Schritte meines Investmentprozesses zeigen. Wir werden uns also das Fundamentale der Märkte anschauen. Wir werden auf die technische Analyse gucken. Wir werden uns das Saisonale anschauen, das Sentiment und auch einen Blick auf die Intermarket-Analyse werfen. Und ich möchte euch meine Ideen für den nächsten Monat und darüber hinaus geben, wie ich mein eigenes Investmentportfolio strukturiere, auf welche Fakten ich mich stütze und damit euch hoffentlich die ein oder andere Idee für euer Investment und Trading mitgeben. Denn momentan scheint es ja nur 2 Lager an der Börse zu geben. Die einen sagen, buy the rally, jeder Dip ist ein Kauf, die Notenbank würde schon richten und morgen tagt ja auch die EZB und in einer Woche am Mittwoch dann die Fed. Und man sagt hier, jeder Rücksetzer ist ein Kauf. Und die anderen, das scheinen Crash-Propheten zu sein, die sagen, na ja, so kann es nicht weitergehen. Die Märkte müssen sich ganz schnell halbieren. Ich denke, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen und deswegen lohnt es sich, die Argumente auszutauschen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute Abend live hier beim Webinar mit dabei bist. Es wird am Ende auch Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen. Der avisierte Inhalt dauert ungefähr 60 Minuten und jeder, der in meiner Ausbildung ist, weiß, am Ende des Webinars gibt es dann immer noch die Zeit, Fragen zu stellen und wir werden alle Fragen vollumfänglich beantworten. Und damit danke, dass du dabei bist. Danke auch an meinen langjährigen Partner, an die Trading House Börsenakademie, die hier seit 1998 schon dem Börsenwissen verschrieben hat und mit mir zusammen dieses exklusive Live-Webinar veranstaltet und auch eingeladen hat. Also vielen Dank an Raphael Müller und die Trading House Börsenakademie. Und damit steigen wir ein in den Marktausblick mit Trading und Investmentchancen vom Portfolio Manager. Das, was ich euch zum Anfang immer zeigen muss, da zwingt mich die Aufsicht zu, ist der Haftungsausschluss und Risikohinweis. Alles, was wir machen, ist zu Ausbildungszwecken, auch wenn es wie immer sehr konkret werden wird. Kann es keine Anlageberatung ersetzen und ich möchte dich ausbilden und die Ideen geben, wie du eben selber die für dich besten Entscheidungen treffen kannst. Und was feststeht, ist, das Börsenjahr 2020 ist ein besonderes Jahr. Warum ist das Jahr besonders? Wir hatten seit der Pandemie 1918, seit der spanischen Grippe, das erste Mal wirklich wieder mit einer globalen Pandemie zu kämpfen und haben es immer noch. Die Zahlen gehen da jeden Tag hoch, was die Infektionen angeht. Und auch heute hat man wieder gesehen, was passiert, wenn Titel wie die AstraZeneca eben in der Phase 3 hier announcen müssen, dass es eben einige Probleme beim Testen ihrer Medikamente gibt. Der Markt freut sich auf einen Impfstoff, der hoffentlich auch noch in den nächsten Monaten im Jahr 2020 kommt. Aber das Thema Pandemie wird uns definitiv noch in den nächsten Wochen, Monaten und wenn wir Pech haben, auch Quartalen und Jahren begleiten, was eben einmalig ist in der jüngeren Börsengeschichte. Ich glaube, das hat noch keiner von uns erlebt, dass hier ein globales Virus die Märkte auch so stark beeinflusst. Das Börsenjahr ist aber auch besonders, weil wir den stärksten Wirtschaftseinbruch gesehen haben. Stärker sogar noch als der wirtschaftliche Einbruch als 1929, wo wir damals die große Depression bekommen haben. Funny Fact am Rande. Der große Crash kam damals am 4. September 1929. Da ging es dann los mit den fallenden Kursen. Passt jetzt ja auch wieder zu einem vielleicht schwachen saisonalen September. Auch hier, wenn wir uns die Daten anschauen, es hat mich in der Vorbereitung selber überrascht, wie stark der Wirtschaftseinbruch auch gerade im zweiten Quartal global gewesen ist. Was wir aber auch haben, sind soziale Unruhen, gerade in den USA. Mit der Black Lives Matters Bewegung tut sich da einiges, ähnlich eben wie auch zu den Rassenunruhen in den 60er Jahren, was hier ein sehr großes Problem ist, dass eben die schwarze Bevölkerung, die afroamerikanische Bevölkerung, schlechteren Zugang zum Beispiel zu schnellem Internet hat und damit eben auch nicht zu der Bildung, die sie vielleicht brauchen. Und durch die Arbeitslosenzahlen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten extrem nach oben getrieben sind, hier auch nochmal weiter ins Abstellgleis kommen und weiter eben auf zusätzliche Einnahmen durch einen Job verzichten müssen. Gerade die afroamerikanische Bevölkerung hat es hier massiv getroffen und das kann eben weiter auch zu sozialen Unruhen in den USA führen. Außerdem haben wir den größten Börsencrash gesehen seit 1987.
Damals ist der Dow Jones an einem einzigen Tag um 23% gefallen. Das haben wir jetzt während der Corona-Krise nicht geschafft. Trotzdem haben wir den schnellsten und kürzesten Abverkauf innerhalb von 32 Tagen, fast 38% verloren im DAX gehabt, den wir eben in der Börsengeschichte jemals gesehen haben. Außerdem haben wir Bewertungen bei Tech-Aktien, hier insbesondere die Fang-Aktien, die wir uns heute auch noch kurz anschauen werden, die eben auf einem Niveau von 99, 2000 sind, damals, wo eben auch die Dotcom-Bubble geplatzt ist. Ganz ähnliches spielt sich momentan auch hier in der Nasdaq ab. Und was mich selber auch überrascht hat bei der Recherche, weil das sehr wenig im deutschsprachigen Research zu finden ist, und deswegen habe ich auch zwei Folien damit vorbereitet, ist, wir haben eine Entwicklung an den Häusermärkten, die der Situation bei der großen Subprime-Krise im Jahr 2006 deutlich überlegen ist. Also wir haben hier einen stärkeren und schnelleren Anstieg von Häuserpreisen auf einem viel höheren Niveau, als wir das noch 2006 und 2007 gehabt haben, wo ja das Thema Subprime, also diese Kredite, die eben sehr, sehr gering nur besichert wurden, sind, die Banken in die Bredouille und zu einer Liquiditätskrise geführt haben. All das ist momentan auf einem Stand, der deutlich über 2006 liegt. Und was wir auch haben, ist an Optionsmärkten eine ähnliche Call-Positionierung, wie wir sie Anfang im Februar 2018 haben, auch mit einer ähnlichen Korrelation zwischen dem Volatilitätsindex, dem VIX und entsprechend dem S&P, denn die Volatilität ist ja in den letzten Wochen schon angestiegen und das trotz steigender Aktienkurse, was eher ungewöhnlich ist. Auch hier werden wir mal historisch einen Blick drauf werfen. All das eben Teil der fundamentalen Analyse, um eben ein Gefühl für die Märkte zu bekommen und für das, was im Hintergrund passiert. Wie immer, wenn du bei mir schon im Webinar warst, du weißt, es wird sehr schnell gehen. Deswegen wird es am Ende auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und wenn ihr möchtet, können wir das natürlich auch gerne in der Community bei mir in der Ausbildung noch weiter diskutieren über Discord. Pandemie nur ganz kurz. Das Thema scheint ja an den Märkten gar nicht mehr so relevant zu sein. Jede Impfstoffmeldung führt zu steigenden Kursen und jeder kleinere Rückschlag, wie eben der schon angesprochene von AstraZeneca, merkt man eigentlich kaum in die Kursen. Die Aktie war ja heute Morgen auch 6% im Minus vorbörslich, wird vielleicht sogar mit einem kleinen Plus heute Abend aus dem Handel gehen. Denn die Pandemie scheint ja zumindest trotz steigender Infektionszahlen gar nicht so schlimm zu sein, was eben die aktuelle Sterblichkeitsrate angeht. Insbesondere in den USA, wo man ja stark drauf guckt, sind eben hier diese Durchschnitte aus den letzten 7 Tagen rückläufig. Andere Länder wie Brasilien sind nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Man muss aber auch sagen, Länder wie zum Beispiel Israel, die in der ersten Welle die Pandemie sehr gut abbremsen konnten, haben jetzt in der zweiten Welle ein Problem. Und auch Länder wie zum Beispiel Spanien, wo ja leider momentan auch die Reisewarnung gilt, beziehungsweise die Einstufung als gefährdetes Land, muss man sagen, da gehen die Infektionszahlen schon wieder deutlich nach oben und all das nach einem sehr heftigen Wirtschaftseinbruch, was die Wirtschaft nicht gebrauchen kann. Man hat sich politisch gegen weitere Lockdowns ausgesprochen, auch wenn man das eben kaum verkraften kann. Muss hier aber leider konstatieren, dass eben die Pandemie noch nicht vorbei ist, aber das Thema momentan weniger in der Präsenz der Anleger, trotz dieses globalen Problems. Und wir in Deutschland, wir haben den Luxus, dass wir hier relativ verschont sind, aber andere Länder sind da sehr stark betroffen. Das sieht man auch an der linken Grafik hier. Keine Erholung ist in Sicht. Und hier sieht man zum Beispiel die Infektionszahlen in Südamerika, insbesondere natürlich hier auch in Brasilien, aber auch in Chile. Man sieht auch die Zahlen eben in Nordamerika, die mittlerweile bei über 7,4 Millionen Infekten stehen. Man sieht eben die Zahlen auch aus Asien, die auch schon wieder deutlich ansteigen. Hier natürlich auch durch das Thema Indien. Europa ist noch relativ stabil, obwohl hier auch ein bisschen mehr Beschleunigung reinkommt. Eben dadurch, dass jetzt Länder wie Italien, Spanien, Portugal auch schon wieder höhere Infektionszahlen zu bemängeln haben. Und Afrika hängt in der ganzen Diskussion noch ein bisschen hinterher, einfach weil man hier auch nicht so gute Tests hat. Hier kann uns natürlich auch noch einiges erwischen. Momentan haben wir 263.000 neue Infektionsfälle jeden Tag. Und in einigen Ländern, wie zum Beispiel den USA, Indien, Brasilien oder auch Russland, sind die Infektionszahlen nach wie vor über 1 Million. Man hofft hier auf den globalen Impfstoff. Russland hat ihn ja anscheinend schon gefunden, obwohl hier das Datenmaterial nur sehr dünn ist. Aber die Wirtschaft braucht eben schnell wieder Gewissheit. Und das kann man mit verschiedenen Grafiken darstellen, wie groß hier die Rückgänge waren. Ich habe es einfach mal an den Umsätzen der Flugindustrie dargestellt, wo man eben sieht, dass wir hier nach wie vor durch die Pandemie Einbrüche von 50 bis 65% hatten, wo wir also nicht nur im Reisesektor, sondern auch im Frachtsektor deutlich geringere Auslastung haben und wo eben Unternehmen wie eine Lufthansa, aber auch eine TUI oder eben auch andere deutlich mehr noch leiden, als man das vielleicht im ersten Blick meint.
Denn durch die Maßnahmen der Regierung, wo Deutschland ja auch federführend in Europa war, mit den Maßnahmen und dadurch auch mit der Neuverschuldung, wurde das Schlimmste hier zumindest abgewendet. Aber das Problem ist lange nicht gelöst und man hat ja einfach auch die Situation, dass die Pandemie nach wie vor eben ein Schreckgespenst ist und eine mögliche zweite Welle uns eben auch nochmal deutlich zurückwerfen kann. Eine relativ extreme Darstellung, aber ich fand sie trotzdem nennenswert. Hier von Bloomberg-Daten, was ihr hier seht, ist die Sterblichkeit in New York City. Und wenn du zum ersten Mal beim Webinar dabei bist, verzeih mir bitte das vertrauensvolle Du. Ich habe mir angewöhnt, eben in diesen Webinaren zu duzen, wenn wir uns mal treffen bei einem Vortrag oder bei einem Community-Treffen und du damit nicht zufrieden bist, können wir uns auch gerne wieder siezen, aber ich finde es du ganz angenehm. Wir reden zwar über ernste Themen und auch über Finanzanlagen, die uns ja am Ende Geld und Vermögen aufbauen sollen, trotzdem finde ich ein vertrauensvolles Du in Ordnung. Deswegen seht es bitte als sehr freundschaftlich und liebevoll an. Die Zahlen hier sind die Sterblichkeit in New York City etwas komisch dargestellt, denn man sieht hier diese prozentuale Veränderung zum Vorjahr. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, weil wenn wir die einzelnen absoluten Zahlen miteinander vergleichen, dann hat das etwas den Charakter, dass man eben hier die gesundheitlichen Verbesserungen nicht mit in Betracht zieht. Und deswegen ist diese Relativbetrachtung Jahr über Jahr durchaus interessant. Man stellt hier leider fest, dass eben diese Mortalitätsrate, also die Sterblichkeit in New York City, um 50% angestiegen ist. Das bedeutet also, dass dieses Jahr schon mehr als 50% mehr Tote zu beklagen sind als im Jahr 2019. Das ist auch deutlich mehr als jetzt zum Beispiel bei der spanischen Grippe, wo natürlich die absoluten Zahlen insgesamt schon höher waren, wo man auch den Gesundheitsstand natürlich nicht so hatte wie aktuell oder auch hier in den Jahren 1832 oder 34. Waren die Anstiege sogar noch ein bisschen höher. Und das ist natürlich ungewöhnlich, dass wir jetzt hier so starke Anstiegszahlen haben. Natürlich von einem absolut niedrigen Niveau. Aber neben der Pandemie, die ja in New York auch rückläufig ist, zum Glück, muss man einfach feststellen, dass da einiges passiert. Kollegen von mir oder Ex-Kollegen aus dem Fondsmanagement haben mir erzählt, dass sie mit Research-Häusern gesprochen haben, die eben auch in New York sitzen. Und da wurde eben festgestellt, dass sowohl die Mietpreise extrem gefallen sind, zwischen 15 und 20% sind Mietwohnungen schon runtergegangen. Viele besser situierte in New York ziehen momentan ins Umland, weil man auch mehr über das Homeoffice arbeiten kann. Und in einigen Bezirken und in einigen Bereichen von New York ist die Kriminalität extrem angestiegen, wo eben zum Beispiel auch die Mordrate gerade in so Distrikten wie Harlem deutlich nach oben gegangen ist. Das könnte eben auch wieder ein Thema zum Stichwort soziale Unruhen sein, was einfach hier auch mal zeigt, wie stark eben das Thema bepreist ist und wie stark man eben hier auch reingucken muss in eben das Thema zum Beispiel soziale Unruhen und eben auch Nacheffekte zu einer Pandemie. Wenn die Menschen eben nicht genug zu essen haben, müssen sie eventuell wieder sich Alternativen suchen. Und da ist eben die Sterblichkeit nicht nur durch die Pandemie hochgegangen, sondern eben auch durch die Kriminalität. Gerade in New York sind die Zahlen hier auch relativ belastbar. Und wenn wir von Zahlen sprechen, hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben den stärksten Wirtschaftsrückgang seit 1929, die größte globale Krise und damit auch den größten Wirtschaftseinbruch, den wir jemals hatten. Hier mal dargestellt durch das GDP aus dem zweiten Quartal, auch nochmal in Relation gesetzt zu der sogenannten Subprime-Krise. Also hier mit Lehman Brothers zum vierten oder ersten Quartal. In den USA geht es ja immer alles etwas schneller mit dem Aufschwung als bei uns in Deutschland. Auch ein Grund, warum ich zum Beispiel den Euro-Dollar mag. Ein Trade, über den wir nachher noch am Ende ganz kurz sprechen werden. Und die Amerikaner haben hier im zweiten Quartal einen Wirtschaftseinbruch von 32,9% verzeichnet. In Amerika ist ja immer alles ein bisschen größer, alles etwas breiter, dieses Thema Super Size Me. Deswegen wird da eben das Wachstum positiv wie negativ nicht auf einer Quartalsbasis angegeben, wie im Euroraum oder auch in Deutschland, wo eben wirklich sich das Wachstum auf das Quartal bezieht, sondern ja, Amerikaner rechnen immer mal vier, annualisieren also ihr Quartalswachstum. Andersrum, wenn ich durch vier teile, komme ich eben hier auf ein Wachstum von minus 9,5%, bedeutet also die Wirtschaft in den USA ist geschrumpft im zweiten Quartal um fast 10%. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, ging es nochmal deutlich mehr nach unten. Und da sieht man eben, wie stark saisonbereinigt dieser Einbruch ist. Und das ist natürlich nicht schnell gelöst. Das ist ein Problem, wo wir auch die nächsten Wochen und Monate noch mit kämpfen müssen. Und wo ich auch denke, dass man hier sehr, sehr optimistisch war. Die Berichtssaison ist ja auch offiziell zu Ende. Deswegen sind ja August und September eher saisonal schwache Monate, obwohl der August relativ stabil war, gerade in der Nasdaq. Aber September ist ja auch ein schwacher Monat, weil es eben weniger Zahlen gibt, weil es weniger M&A-Transaktionen gibt und weil damit die Märkte auch ein Stück weit
weiter fallen können. Und wenn wir das hier nochmal etwas in die größere Perspektive ziehen und uns hier mal das quartalsweise Wirtschaftswachstum in UK anschauen und das eben auch mit dieser Situation 1929 vergleichen. Im UK, weißt du wahrscheinlich, ist ja das Brexit-Thema auch momentan sehr stark. Deswegen sind ja auch die Aktien aus Großbritannien momentan deutlich schlechter in der Performance als zum Beispiel der DAX oder auch die amerikanischen Werte. Deswegen ist das Pfund auch in der Währung sehr schwach. Wenn du hier mal vergleichst, was 29, 30, 31 und 32 passiert ist mit dem Einbruch, den du eben hier am aktuellen Rand im zweiten Quartal gesehen hast oder auch mit dem, was man zum Beispiel zur Subprime-Krise gesehen hat im Jahre 2008 und 2009, dann muss man leider feststellen, dass die wirtschaftlichen Einbrüche doch um ein Vielfaches größer sind und dieser Lockdown, den wir eben in diesen Ländern verzeichnen mussten, zu massiven Störungen des Gleichgewichts geführt haben. Was die Analysten genau wie bei den Unternehmenszahlen ja auch gesagt haben, das war ein Einmaleffekt. Der wird schnell aufgeholt. Wir werden bald wieder an alte Höchststände ansetzen. Ob das wirklich so stimmt, das glaube ich persönlich nicht. Da habe ich auch zwei, drei Zahlen mitgebracht. Aber Fakt ist, um eben so einen Wirtschaftsrückgang von 20% auszugleichen, brauchen wir erstmal 4 Quartale oder ein Jahr mit 5% Wachstum. Und wenn wir uns das historisch mal anschauen, gerade in den letzten 20 Jahren, wo ja die Geldpolitik auch schon sehr aktiv war, haben wir nirgendwo auf der Welt, außer vielleicht in China und Indien, wirklich permanent Wachstumsraten über 5% gesehen. Und für die entwickelte Welt halte ich das fundamental nach wie vor auch für schwierig, hier diese Wachstumsraten ins Leben zu rufen. Trotzdem, und das muss man sagen, die Märkte sind stark gelaufen, auch weil die Surprises, also die Überraschungen, deutlich, deutlich positiv waren. Was ihr euch hier anschaut, ist der City Economic Surprise Index. Das hat die Citibank berechnet für verschiedene Länder hier. Das ist der für die USA. Was man macht, ist in einem 3 Monats rollierenden Zeitfenster die Makrodaten zu nehmen, die eben in die Wirtschaft reinkommen und einfach zu gucken, kommen die aktuellen Zahlen über den Erwartungen oder sind sie unter den Erwartungen? Also unter der rot gestrichelten Linie bedeutet, die Zahlen sind schlechter als erwartet. Über der rot gestrichelten Linie bedeutet, die Zahlen sind besser als erwartet. Und man sieht sehr schön, in einem Einbruch wie zum Beispiel 2008 und 2009 sind die Zahlen sehr schlecht, werden immer schlechter, aber irgendwann ist dann auch Silenzium. Und im März hatten wir dann den großen Turnaround bei den Aktien, die dann nur noch gestiegen sind über Jahre hinweg. Ähnliche Situation war hier zumindest auch im März 2020 festzustellen. Momentan ist es aber so, dass diese Surprises, also diese Positivüberraschungen von den Arbeitsmarktzahlen, aber auch von anderen Zahlen, deutlich, deutlich eben übertrieben nach oben sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die Analysten hier sehr konservativ waren. Viele Aktienanalysten hatten ja gar keine Prognose für 2020 gewagt, um nichts falsch zu machen. Viele Makroanalysten waren eben auch sehr, sehr negativ. Und hier wurde eben auch vieles durch die kurzfristigen Zahlen deutlich nach oben übertroffen. Man muss aber sagen, dieser Wert oszilliert um die Nulllinie. So ist er eben aufgesetzt. Positive Überraschung bedeutet Zahlen nach oben. Hier aktuell die 107, der höchste Wert, den wir jemals hatten. Negative Überraschungen bedeuten dann negative Zahlen. Langfristig sollte es sich aber bei Null einpendeln. Und da muss ich kein Demoskop sein, um zu sehen, dass wir eben hier in den nächsten Wochen und Monaten zumindest nicht mehr diese Positivüberraschungen nach oben haben, dass der Markt eben hier auf der Makro- wie auch auf der Mikroseite eher auch mal mit schlechteren Nachrichten leben muss und die Börse das natürlich ein Stück weit auch verdauen sollte. Schauen wir uns das nochmal an in der wirtschaftlichen Perspektive. Ich habe das hier aus einem sehr spannenden Paper genommen von einer amerikanischen Notenbank. Die haben mal untersucht, wie eben die Rezession 1929, also die sogenannte Great Depression, also die große Depression, sich mit dem aktuellen Wachstums-, Inflations- und entsprechend auch Arbeitslosenzyklus verhalten hat. Das ist ein sehr spannendes Paper, das werde ich jetzt nicht in aller Gänze vortragen können. Aber was sehr interessant ist, was man sehen kann auf der linken Seite, wenn wir uns zum Beispiel den GDP-Rückgang ansehen, und das hatten wir gerade schon gemacht, ist die aktuelle Rezession im Rückgang sogar noch mal deutlicher und schneller gewesen als eben hier die große Depression 1929. Der große Unterschied ist eben, dass hier die Depression sich dadurch gekennzeichnet hat, dass wir in vielen Quartalen weitere schwankende und sinkende Wirtschaft gesehen haben. Über 3 Jahre ging es darunter, während hier eben die Volkswirte schon erwarten, dass wir auch relativ schnell wieder eine V-Shape-Recovery sehen, also hier sehr schnell auch wieder ins positive Wachstumsterritorium kommen und 2 bis 3 Jahre eben auch die alten Werte vom nominalen und realen GDP wieder übersteigen. Ob das wirklich so kommt, das muss man sehen. Was man erstmal festhalten kann, auch mit der Grafik, die ich eben gezeigt habe, die Überraschungen sind schon sehr groß gewesen. Die Erwartungen sind ebenfalls sehr hoch. Im zweiten Quartal sind wir insgesamt mehr gefallen als zur großen Depression.
Und auch ja, hier ging eben auch das Wirtschaftswachstum zumindest mal eine Zeit seitwärts. Aber ob wir jetzt hier wirklich eine Trendwende schaffen, das werden wir noch sehen. Und bei der Unemployment Rate ist es eben auch so, dass wir einen Anstieg hatten, der deutlich, deutlich, deutlich größer war als zum Beispiel auch bei der großen Depression. Auch hier gehen die Volkswirte davon aus, dass wir innerhalb von 2 bis 3 Jahren die wirtschaftliche Kraft auch wieder entwickeln und die Leute wieder in Beschäftigung bringen. Ob das wirklich so kommt, das muss man sehen. Und die große Depression war ja insbesondere auch durch Massenarbeitslosigkeit gekennzeichnet. Und da werden wir eben sehen, was hier in den nächsten Jahren passiert. Aber was ganz klar ist, man sieht hier eine sehr starke Divergenz zwischen dem, was prognostiziert wird, was wir uns alle wünschen, ganz klar, und dem, was eben in diesem absoluten Negativszenario 1929 eingetreten ist. Die Parallelen sind, wenn man das Paper liest, deutlich stärker, als man vielleicht auf den ersten Augenschein denken mag. Und auch die Aktienmarkthosse, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, die natürlich auch viele Erwartungen komplett übertroffen haben von vielen Analysten, aber auch meine persönliche. Wir haben eine sehr starke Aufwertung gesehen, insbesondere bei den Technologieaktien. Aber trotzdem ist sie rein historisch gesehen immer noch nicht unbedingt ganz aus dem Gröbsten raus, weil hier ist es wichtig, dass die Märkte über die Zeit auch stabil bleiben und gerade in den nächsten 6 bis 12 Monaten nicht deutlich an Boden verlieren. Alles, was fallende Kurse in dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld angeht, wäre für mich ein sehr negatives Zeichen, weil die Zentralbanken natürlich schon viel Pulver verschossen haben. Und das Problem dieser Geldpolitik, wie sie global gelebt wird, ist, dass man eben exponentiell die Werte, die man eben in das System reingibt, ansteigen lassen muss. Das habe ich auch in den letzten Marktausblicken immer wieder gezeigt. Hatten vielleicht vor 10 Jahren noch 100 Milliarden gereicht, waren es vor 5 Jahren 1000 Milliarden, sind es jetzt 10.000 Milliarden. Also die Beträge wachsen exponentiell mit an. Und damit ist eben auch der potenzielle Vertrauensverlust nicht komplett ausgeschlossen. Was du hier siehst, sind die Aktienmärkte auf der linken Seite mit dem Negativszenario 2930 oder 2001 und 2, was hier eben dann der Tech-Bubble entspricht. Und da sieht man eben, dass nach den großen Crashes, egal ob es jetzt 29 oder auch zu Zeiten des neuen Marktes war, immer wieder dieser Anstieg, diese Gegenbewegung kam. Da sind wir aktuell auch drin, auch im Jahr 2020. Ist dieser Rebound vielleicht ein bisschen heftiger gewesen als jetzt 29 oder auch 2001? Aber diese Bärenmarkt-Rallyes sind klassisch und wichtig ist einfach, dass man sich zeitlich hier stabil hält, denn die Zeit ist hier der entscheidende Parameter. Und solange es die Märkte schaffen, am besten ohne fremde Hilfe einigermaßen positives Terrain zu bekommen, gerade auf Jahresbasis, das schauen wir uns heute auch in der Charttechnik nochmal an, die Year-to-Date-Werte sind hier besonders spannend. Umso länger man eben zeitlich hier es schafft, im positiven Terrain zu bleiben, umso besser ist es, denn umso näher kommen wir an dieses 2009er-Szenario. Das ist eben das Positiv-Szenario, was ich auch nochmal mitgebracht habe. Wir wollen ja nicht nur die negativen Szenarien zeichnen, sondern auch das Positive. Die andere Alternative ist eben 29, aber nur um jetzt aus der Hosse abzuleiten, dass alle Probleme gelöst sind. So wie es der eine oder andere Analyst ja irgendwie probiert, nur weil die Aktien steigen, ist die wirtschaftliche Situation gelöst. Wäre ich sehr vorsichtig und ich glaube, die meisten von uns glauben auch eher daran, dass die Aktienpreise, genau wie übrigens auch die Häuserpreise, deswegen so stark steigen, weil eben die Notenbanken und die Regierungen global so aktiv sind. Das können sie vielleicht noch eine Zeit bleiben, aber irgendwann denke ich persönlich, dass da eine natürliche Obergrenze gesetzt ist, einfach durch das Vertrauen im System, durch das Thema Inflation, denn steigende Geldmenge bedeutet langfristig eben auch Verwässerung der Güter. Denn nur wenn ich jetzt auf einmal nicht 10 Euro habe, sondern 100, ist ja die Güterkraft immer noch die gleiche, also immer noch 10. Und in einer wirtschaftlichen Rezession fällt sie sogar ab, was eben bedeutet, wenn ich eben hier das Vertrauen in das Geldsystem verliere, dadurch können sich auch einige lange Effekte entsprechend ausbreiten. Ganz kurz zu meiner Person für diejenigen, die heute auch zum ersten Mal dabei sind. André Stagge ist mein Name. Ich habe 11 Jahre lang Fonds gemanagt für einen großen deutschen Anbieter, der momentan auch leider in nicht allzu guter Presse ist. Ich durfte da 2,5 Milliarden Euro verwalten, habe in meiner aktiven Zeit als Fondsmanager über 500 Millionen Euro Gewinn für meine Kunden erzielt, bin ausgebildet in der Charttechnik, bin aber auch ausgebildet in der Fundamentaltechnik, habe also hier einen CFTI und einen CFE, bin seit 7 Jahren Hochschuldozent für das Thema Portfoliomanagement und Asset Management, unter anderem auch für das Thema Finanzmathematik, bin Ironman Finisher, finanziell frei und unabhängig, bin eben Privatier, habe aber einen extremen Spaß daran, über die Märkte zu berichten und vor allen Dingen an den Märkten Geld zu verdienen und mein Wissen auch zu teilen. Deswegen habe ich eben seit 3 Jahren auch die Intensivausbildung Portfolio Management, mittlerweile hier schon über 850 Bewertungen erhalten. Vielen Dank dafür an alle, die so nett waren und mir eine gute Bewertung gegeben haben. Das spornt mich an,
dieses Ergebnis weiterhin auch aufrechtzuerhalten. Mein Ziel ist es eben mehr für die Bildung in Deutschland zum Thema Finanzen zu tun, denn ich bin fest davon überzeugt, jeder, der diese globalen Zusammenhänge versteht, der kann an der Börse auch Geld verdienen. Das habe ich immer wieder bewiesen, nicht nur mit den 500 Millionen Euro Gewinn für meine Kunden nach Kosten, sondern auch mit den vielen Preisen als Fondsmanager oder auch hier im privaten Depot in den letzten 2 Jahren, was mit knapp 70% im Plus steht. Das ist alles ein verifiziertes Depot, also alles Echtgeld, reales Geld mit den realen Gewinnen. Und das mache ich nicht, um euch irgendwie jetzt zu beweisen, was ich für ein toller Fondsmanager bin, sondern vielmehr, um euch zu motivieren. Diese Ergebnisse sind möglich. Alles, was es dazu braucht, sind die richtigen Strategien und eben die entsprechende Umsetzung. Wie das genau funktioniert, lernt ihr, wenn ihr denn mögt, bei mir in der Community und in der Ausbildung. Und die Erfolge in den letzten Monaten und Jahren haben eben gezeigt, dass es hier funktioniert, mit dem richtigen Wissen auch am Kapitalmarkt sehr erfolgreich zu sein. Und wenn du dazu Fragen hast, wenn du in die Ausbildung kommen willst, habe ich am Ende ein kleines Angebot dabei und du kannst mich gerne auch an info@andre-stagge erreichen, info@andre-stagge.de. Gerne stelle ich dir die E-Mail-Adresse auch gerade noch in den Chat. Und ich hatte ja schon den Häusermarkt angesprochen, etwas, was mich in der Vorbereitung wirklich fast schockiert hat, in jedem Fall überrascht, denn ich war selber mir gar nicht bewusst, dass der Häusermarkt in den USA so stark angestiegen ist. Wir haben das ja in Deutschland mitbekommen. Die Mietpreise sind zwar jetzt stabil durch die Pandemie, aber wer in den letzten 5 oder 10 Jahren Immobilienaktien hatte, REITs hatte oder eben auch das eigene Heim, der konnte sich über einige Wertzuwächse freuen. Aber so krass wie in den USA war der Zuwachs nicht. Was wir hier sehen, ist der Case-Shiller-Index. Das ist der Häuserpreisindex in den USA, wenn du so willst, der DAX für den Häusermarkt. Und wir sehen eben diesen großen Rückgang nach der Subprime-Krise, grau schraffiert, auch dargestellt, die Rezession, die wir hier hatten. Und wir sehen eben, dass der Häusermarkt hier um knapp 30% eingebrochen ist, nachdem wir diese Housing Bubble hatten, die ja durch Alan Greenspan und die niedrigen Zinsen, haha, Zinssatz damals von 1% auch entsprechend befeuert wurde. Aber was wir jetzt gesehen haben, ist ein Anstieg von fast 60% am Häusermarkt. Und das ist doch sehr, sehr heftig, denn die Amerikaner haben zumindest was das Working Capital angeht, also das Geld, mit dem sie arbeiten können, was sie eben aus klassische Arbeitsleistungen verdienen, eher weniger Mittel zur Verfügung, insbesondere auch durch die Pandemie. Auch insbesondere die afroamerikanische Bevölkerung hat weniger in der Tasche als in den letzten Jahren. Sie waren eben nicht am Aktienmarkt dabei, waren nicht am Immobilienmarkt dabei. Und man muss sagen, dass für viele in Amerika jetzt ein Haus quasi gar nicht mehr möglich ist. Die Finanzierungen sind zwar günstig, aber die werden auch nicht viel günstiger. Und man ist schon sehr stark verschuldet, wie eben zu Zeiten von Subprime auch. Und man merkt eben, dass hier eine sehr starke Hosse auch schon wieder stattgefunden hat. Damals, 2007, haben wir auch alle gesagt, naja, das geht ewig so weiter. Und dann hat man angefangen, das alles zu verbriefen. Ganz Ähnliches macht man heute auch mit diesen Subprime-Darlehen. Nur mit dem Unterschied, dass das Niveau, was wir haben, aufgrund der globalen Geldschwemme nochmal deutlich höher ist. Und das, was damals passiert ist, könnte natürlich auch jetzt am aktuellen Rand wieder mit eintreten. Und wo man das besonders schön sieht, ist hier im sogenannten Lumber Future, also der Future für Bauholz, der auch mit der Pandemie im März deutlich eingebrochen ist, aber seitdem um über 300% gestiegen ist. Und die meisten Häuser in den USA, die haben nicht die Baumasse wie wir in Deutschland mit Beton, sondern da wird noch sehr viel mit Holz verbaut. Trotzdem kostet ein durchschnittliches Haus auch über 250.000 US-Dollar, ist also auch sehr teuer. Und Holz ist eben ein sehr wichtiger Rohstoff, eine wichtige Ressource, der hier massiv angestiegen ist. Es liegt nicht nur daran, dass die Häusernachfrage und damit die Holznachfrage so groß ist, sondern eben auch, dass die Lieferketten zusammengebrochen sind, einfach weil durch die Pandemie eben der reibungslose Ablauf nicht mehr so gut funktioniert wie eben noch vor der Pandemie. Und das ist auch ein Thema für alle, die sagen, naja, Inflation wird niemals ein Thema sein. Und hier spreche ich nicht von Asset Price Inflation, sondern von Konsumpreisinflation. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist es aber auch so, dass die Geldmengenausweitung, das sagen zumindest wissenschaftliche Studien, 8, 9, 10, 11, 12 Monate braucht, ehe sie eben im System zur Inflation führt. Und vielleicht ist es auch so, dass eben Güter gar nicht mehr so einfach angeboten werden können, wie zum Beispiel Bauholz und dadurch eben auch bei sogar ansteigender Nachfrage, bei geringerem Angebot, auch hier der Preis steigt und das natürlich auch zu Inflation führt. Oder jemand hat mir erzählt, er war in Portugal zum Urlaub. Früher in dem Badeort, wo er immer ist, hat die Cola 1 € gekostet. Jetzt kostet sie 2 €. Und es liegt nicht daran, dass so wenig Touristen da sind, sondern es liegt einfach daran, dass hier im Einzelhandel die Preise auch mitgestiegen sind, weil die Zulieferketten nicht mehr so gut funktionieren, weil die Hygienevorschriften eben hier
die Bepreisung auch notwendig machen und dadurch eben auch Inflation ins System reinkommt. Das kann sich vielleicht dann nicht jeder mehr leisten oder will es nicht mehr. Und dadurch geht dann eben die Wirtschaftskraft auch wieder zurück. All das sind Probleme, die da sind, die vorhanden sind. Genau wie eben hier auch die Beschäftigungsquote, auch etwas, was mich absolut schockiert. Hier siehst du mal die Beschäftigungsquote in den USA, die ja tendenziell nochmal deutlich höher liegt als zum Beispiel in Europa, zwischen den 25- und 54-Jährigen. Also die klassische Labor Force, also die klassische Arbeiterschaft prozentual an allen Einwohnern, die die Amerikaner haben. Und man sieht schon, in den letzten Jahren ging es ja etwas zurück. Hier ging es mit der großen Lehman Brothers Krise nochmal deutlich nach unten. In den letzten Jahren haben sich wieder deutlich mehr Leute in den Arbeitsmarkt dann auch reinbegeben. Teilweise waren es ja auch Menschen, die zwei oder drei Jobs hatten. Die wurden hier natürlich nur einmal gemessen. Aber jetzt durch die Pandemie haben wir einen Einbruch, der massiv ist. Und wir haben auch, obwohl die Zahlen sehr aktuell sind, keine großen Aufholeffekte. Und das ist natürlich tödlich für eine Wirtschaft, wenn jetzt 10 Prozentpunkte oder einer von 10 in dieser starken Arbeiterschaft eben plötzlich jetzt nicht mehr da sind, keine Steuern mehr zahlen. Viele Amerikaner wurden ja auch durch die Steuergeschenke quasi nach Hause gezwungen, weil es eben hier einige Anreizprobleme gab, auf die ich auch gleich noch eingehe. Und das ist eben langfristig ein Problem. Hier siehst du es nochmal über die letzten 50 Jahre fast, wie eben sich diese Employment Rate, also die Beschäftigungsquote in den USA entwickelt hat. Wenn du an technischer Analyse interessiert bist, siehst du vielleicht hier auch eine Art Schulterkopf-Schulterformation, Schulterkopf-Schulter. Ist manchmal auch ganz spannend, solche Dinge sich anzuschauen. Hier hat man noch so eine kleine Art False Break, aber du siehst, insgesamt geht die Beschäftigungsquote deutlich nach unten. Und das ist natürlich ein Problem für eine globale Volkswirtschaft, gerade wenn es die wichtigste Volkswirtschaft der Welt ist, wenn eben hier 10 Prozentpunkte weniger im Arbeitsmarkt agieren, obwohl sie eben eigentlich zu der Working Populations gehören, obwohl sie eben im besten Alter sind, um zu arbeiten, um damit eben auch von dem Gehalt, was sie bekommen, zu konsumieren und natürlich auch um Steuern zu zahlen, denn nicht nur Deutschland gibt dieses Jahr 350 Milliarden mehr aus als das Jahr davor, sondern auch die Amerikaner geben viele Billionen aus und die wollen eben auch irgendwann durch Steuereinnahmen refinanziert werden. Und du sagst so, naja, ich habe am Freitag den Arbeitsmarkt gesehen, der war ja spitze. Und ja, die Arbeitsmarktdaten sind momentan nicht schlecht, sind auch hochvolatile Schätzungen und wir haben ja den Economic Surprise Index uns schon angeschaut. Was ich mir gerne angucke, ist hier die Employment Claims, wo man eben sieht, wie viele tatsächlich diese Benefits eben nehmen. Und das ist hier die Total Number. Und da sieht man eben, da sind wir relativ stabil, immer noch auf einer Wochensicht von 300.000. Da hat sich also hier in den letzten Wochen und Monaten nicht so viel getan. Das bedeutet also, dass hier trotz der vielleicht vermeintlichen kleinen Erholung über den Aktienmarkt nach wie vor sehr viele Amerikaner auch im Unemployment sind, also hier auch massive Probleme haben. Und warum sind die Daten trotzdem so gut? Warum sind die Daten vielleicht auch ein Stück weit verzerrt? Das hängt mit dem sogenannten CARES Act zusammen. Also CARES, K und dann ES, steht für Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act. Also hier das Konzept, was man sich relativ schnell in der Pandemie ausgedacht hat. Mit über 2 Billionen US-Dollar hat man eben hier die Bürger und die Unternehmen in den USA entsprechend unterstützt. Man ist jetzt ja auch dabei, diesen CARES Act 2 durchzuboxen, was allerdings sich deutlich schwieriger gestaltet, als man vielleicht vor einem Monat noch vermutet hat. Das ist eben auch die Kehrseite. Wenn die Pandemie sich etwas erholt, dann werden eben hier die Bemühungen, sich etwas mehr abzustrampeln, um noch mehr Stimulus ins System reinzubringen, vielleicht geringer. Und da sieht man eben, wie hier das Personal Income ist, also das Geld, was die Amerikaner verdienen. Da sieht man einen schönen Anstieg aus den letzten Jahren. Das hängt eben hier auch mit dem Wirtschaftswachstum zusammen. Auch dieser kleinere Aktienmarkt-Blip, den wir gesehen haben 2019, hat hier das Personal Income gar nicht verändert. Und hier sehen wir mal den Unterschied, wenn jetzt eben dieser CARES Act nicht eingetreten wäre, wenn wir also keine Transferzahlung hatten im Vergleich zu dem, was passiert ist. Wir sehen aber auch nicht nur, dass das Personal Income deutlich gestiegen ist und hier geht es wirklich um diese 2 Billionen, also deutsche Billionen, die ins System reingegeben wurden, die natürlich auch zur Ausgabe den Amerikanern zur Verfügung standen. Das waren diese 600 US-Dollar, die jeder Amerikaner bis zum 31. Juli bekommen hat. Und das ist natürlich eine ganze Menge Geld, wo die Amerikaner sich auch gut gefühlt haben, wo sie Online-Shopping machen konnten, wo sie am Aktienmarkt investieren konnten. Aber wir sehen auch, das geht hier wieder am kürzeren Rand zurück. Und auch wenn wir uns hier die Daten von der Fed angucken, sehen wir eben auch diesen Effekt. Also zu gut Deutsch, was wurde gemacht? Es wurde sehr viel Geld ins System gegeben. In Amerika auch noch ein bisschen schneller und unbürokratischer als bei uns, wo ja mittlerweile
fast 700.000 Menschen mehr arbeitslos sind als vor der Pandemie. Schönen Gruß an Peter Altmaier, der gesagt hat, durch Corona wird niemand arbeitslos. Wenn man sich auch da die Zahlen anguckt, jeder fünfte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland ist momentan in der Kurzarbeit, also jeder fünfte, was natürlich dann auch zu immensen Transferzahlungen führt. Und das wird langfristig wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das ist ganz klar. In Deutschland gibt es ungefähr 18 Millionen Leistungsträger, die eben eine Einkommensteuer zahlen und die eben das System von 82, 83 Millionen Deutschen entsprechend dann auch mit refinanzieren müssen. Und da ist es natürlich schädlich, wenn von diesen 18 Millionen jetzt jeder fünfte in der Kurzarbeit ist. Man hat das Kurzarbeitergeld ja auch verlängert. Natürlich auch nächstes Jahr Bundestagswahlen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Man hat das Insolvenzrecht verlängert. Ein Schelm, wer auch da Böses denkt. All das führt natürlich zur ausgewogenen Wirtschaft. Nein, das führt zu Zombie-Unternehmen. Das führt dazu, dass das System insgesamt verzerrt ist. Hatten wir bei den vergangenen Marktausblicken schon drüber gesprochen. Und trotzdem gibt es jetzt ein Parameter, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das hat mich selber überrascht. Und zwar sind es die Outflows. Man denkt jetzt, das ganze Geld kommt im Aktienmarkt an, auf diesen Konsumchecks, die wir uns gerade angeschaut haben mit dem CARES Act. Aber wenn man hier sich die Daten anguckt, und ich habe das extra aus drei verschiedenen Quellen verifiziert, weil ich das selber gar nicht glauben wollte, dann ist es so, dass das kumulative Volumen in amerikanischen Aktien sogar rückläufig ist. Also die blaue Linie gibt also an, wie hier der Inflow in amerikanischen ETFs ist und in amerikanischen Mutual Funds, also hier in dem klassischen Retail-Segment. Und da kann man feststellen aus verschiedenen Quellen, dass seit 2018 Gelder aus dem Aktienmarkt rausfließen. Und da habe ich gesagt, hoppala, das kann doch gar nicht sein. Eigentlich müsste es doch so sein, dass dieses Geld auch in den Aktienmarkt reinfließt. Aber das ist nicht so, denn im Retail-Segment, also bei tatsächlichen ETFs oder eben auch bei Mutual-Fonds, diesen ganz klassischen Privatkundenfonds, fließt das Geld nach verschiedenen Quellen raus. Das hängt mit zwei Gründen zusammen. Das eine ist, dass die Amerikaner eben mehr über Optionen und über Direktinvestments in Aktien sich am Markt engagieren. Das andere ist, dass sie das Geld tatsächlich brauchen, um zu konsumieren. Also viele Sparverhalten wurden aufgelöst, viele zum Beispiel auch Sparraten, die eben zum Beispiel für eine College-Ausbildung oder für eine University-Ausbildung der Kinder eigentlich bespart wurden mit ETFs, wurden aufgelöst, mussten aufgelöst werden, um eben auch hier die Folgen der Pandemie entsprechend zu bekämpfen, um einfach Geld zu haben. Und deswegen gibt es bestimmte Abflüsse, die hier auch nochmal dargestellt sind. Abflüsse von privaten Anlegern bei ETFs sind tatsächlich relativ hoch. Was dem entgegensteht, sind eben große Zuflüsse von den Pensionskassen, sind eben große Zuflüsse von den Institutionellen, die durch die Niedrigzinspolitik auch ein Stück weit in das Thema Aktie reingedrängt werden, soweit es eben regulatorisch möglich ist. Und wo landet dann das ganze Geld noch stärker als bei den Aktien? Das ist eben im Cash und auch in Bonds. Also deswegen, die Bonds sind ja extrem auch gestiegen, haben eine ähnliche Rallye hingelegt wie die Aktien seit März, hier insbesondere eben Junk-Bonds. Und eben generell Unternehmensanleihen mit schlechterer Bonität. Da hatten wir auch in den letzten Marktausblicken schon mal drüber gesprochen. Da fließt das Geld massiv rein. Aber es fließt nicht in diese klassischen Mutual Funds. Es fließt nicht in die klassischen Retail-ETFs, sondern da geht es entweder sogar raus, um in den Konsum zu gehen, was eben auch zu einem größeren sozialen Gefälle und damit langfristig vielleicht wieder zu Unruhen führt, oder eben in Direktinvestments und in Aktien. Zum Thema Trump versus Biden könnte ich alleine eine Stunde reden. Möchte es aber nicht zu weit ausbreiten. Das ist was, was den Markt extrem bewegen wird, wo auch die Volatilität extrem hoch bleiben wird. Ihr kriegt von mir natürlich die Unterlage auch zugesendet. Deswegen lese ich die einzelnen Schritte nicht mehr vor, was eben spannend ist, wo der Wahlkampf in die heiße Phase geht. Das ist eben in den nächsten beiden Monaten, wo wir auch die TV-Duelle haben, wo eben auch nochmal mehr klar wird, welcher Kandidat für was steht. Aber ab 2 bis 3 Wochen geht der Wahlkampf eben in die heiße Phase. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, am 3. November ist ja die Wahl, aber aufgrund der Briefwahl, also aufgrund dessen, dass eben viele Amerikaner auch per Briefwahl wählen werden, und Donald Trump hat sich ja auch schon dazu geäußert, kann es eben sein, dass auch am 3.11. noch kein Gewinner feststeht, weil hier die Auszählungen einfach etwas länger dauern. Und das sollte man hier auch beachten, wenn man eben an den Märkten sehr kurzfristig agiert. Die Polls sind eindeutig. Sleepy Joe liegt deutlich vor Donald Trump. Ich weiß, viele sagen, ja, Hillary Clinton liegt auch oder lag damals auch deutlich vor Donald Trump. Aber wenn man sich das Research mal anguckt, es ist komplett eine andere Situation. Das Einzige, was Donald Trump hilft, sind steigende Aktien.
Deswegen wird auch alles tun, um den Aktienmarkt weiter zu unterstützen. Trotzdem ist es so, dass der Vorsprung von Biden schon jetzt deutlich, deutlich größer ist als der Vorsprung von damals Hillary Clinton. Es ist so, dass Biden in sehr vielen Swing States ganz deutlich vorne liegt und dass er auch in vielen Staaten gewählt werden wird, wo eben auch Hillary Clinton niemals eine wirkliche ernsthafte Chance hatte. Also wenn ich mir die Polls angucke, bin ich, sage ich mal, zu 70 bis 80% sicher, dass hier Joe Biden die Wahl gewinnt. Sagt niemals nie. Ich denke, bei der ersten Wahl hat Donald Trump so einen kleinen Joker gehabt, aber mit der Rassismusdebatte, mit der ganzen Arbeitslosigkeit und einfach auch mit dem Wechselwillen der Amerikaner glaube ich nicht daran, dass die Amerikaner sich hier auf den alten Präsidenten stürzen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass Demokraten ein Stück weit mehr für Stimulusmaßnahmen stehen. Das zeigt ja auch zum Beispiel, dass Joe Biden vor der Krise, also vor der Pandemie, ein Wahlprogramm hatte, wo er 1,7 Billionen Zuwendungen versprochen hat, also English Trillion, German Billion, also 1700 Milliarden, was auf 10 Jahre angelegt war. Mittlerweile hat er das fast verdoppelt und hat die Zeit halbiert. Also man macht als Demokrat eben auch nochmal leichter Geschenke und man traut eben den Demokraten ja auch nochmal mehr Stimulus zu als zum Beispiel den Republikanern. Was heißt es für die Aktienmärkte in der kurzen Frist? Und da kennt ihr ja die Strategie von mir, Wahlgeschenk. Jeder, der in der Ausbildung ist, hat die Strategie ja schon kennengelernt. Da kann man statistisch sehr schön zeigen, was vor und nach der Wahl passiert. Und du siehst hier nach der Wahl, egal ob jetzt der Demokrat oder der Republikaner gewählt wird, sollten die Märkte erstmal ein Stück weit in Schwäche tendieren, um dann eben eher anzusteigen. Und was man eben auch sehen kann, gerade langfristig, ist der Demokrat im Amt deutlich besser. Aber das hatte ich auch schon bei YouTube gezeigt, was ein Problem generell ist, wenn eben ein Präsidentschaftswechsel stattfindet, auch wenn es eben nicht die zweite Amtszeit vom Republikaner gibt, die auch rein saisonal gesehen nicht ganz so positiv ist, dann ist es so, dass eben die Märkte zumindest kurzfristig für 3 bis 6 Monate auch nochmal deutlicher ausatmen können. Also dass an dieser Stelle ein demokratischer Kandidat ist eigentlich besser geeignet für langfristigen Anstieg. Trotzdem muss man eben auch sagen, dass die Wall Street Joe Biden nicht so sehr mag. Es wird ja neben dem Präsidenten auch der Senat gewählt. Hier könnte es eben passieren, dass diejenigen, die Joe Biden wählen, dann auch im Senat für die Demokraten stimmen. Und damit hätte er eben sehr viel Power, seine Maßnahmen und seine Ideen auch umzusetzen. Dann ganz kurzer Exkurs zum Thema Optionen mit der großen Frage, ha, kann das Retailgeld über Optionen tatsächlich den Markt beeinflussen? Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass im Call-Bereich nicht nur einzelne Player privat unterwegs sind, sondern auch größere Akteure wie eine Softbank oder Hedgefonds. Ich will das Thema nicht zu tief ausweiten, das hatte ich auch bei YouTube schon besprochen. Ich will nur zwei, drei Grafiken zeigen. Hier mal eine aus der Financial Times. Steigendes Interesse an Optionen, also die Anzahl der Optionsinteressenten ist deutlich gestiegen hier in den letzten Jahren. Einfach auch die Anzahl der gehandelten Optionen, weil es eben technische Neuerungen gab, wie zum Beispiel Robinhood. Oder eben auch, dass Optionen sehr, sehr günstig tradebar sind. Und man kann hier feststellen, dass sich die getradeten Optionen in den einzelnen Broker-Accounts knapp vervierfacht haben in den letzten 2 Jahren. Was man auch sehen kann, ist, man kauft Optionen lieber, als dass man sie verkauft. Das hängt damit zusammen, dass man als Investor und Trader immer lieber auf steigende Märkte setzt. So ist man erzogen. Und das kann man auch hier schön sehen. Also die Small Trader Call Buyers ist auf ein extremes Hoch. Ich habe mir das sehr genau angeguckt am Donnerstag, am Freitag und auch am Dienstag, wo die Aktienmärkte ja deutlich unter Druck waren. Da haben die Retail-Trader wieder massiv Call-Optionen gekauft, kriegen ja auch heute recht mit der Nasdaq, die ja deutlich im Plus ist mit fast 4%. Und man kauft hier eben Bestände, die es so noch nie gegeben hat. Und man sagt so schön hier vom Sentiment-Trader, dass die Privaten ein Stück weit all-in gehen. Wozu führt das? Dass der Optionenmarkt sich natürlich ein Stück weit verändert. Man sieht hier zum Beispiel das gehandelte tägliche Call-Volumen, was eben auch in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Hier nur für die 5 größten Nasdaq-Aktien, also für die klassischen Fangwerte. Und man sieht eben, dass das Optionsvolumen sich hier von 20 Milliarden auf 120 Milliarden knapp versechsfacht hat. Und das bedeutet also, dass hier am Markt für Optionen auch sehr viele Interessenten da sind. Ganz anders zum Beispiel als in der Situation im Januar 2018, wo es ja auch diesen Vola-Crash gab, im Februar dann, wo eben hier das Volumen nur sehr gering zurückging. Das wäre jetzt hier eine Datenlücke. Aber hier muss man sagen, man ist sehr stark gehebelt im Markt unterwegs. Die Haltedauer von Positionen nimmt auch sehr stark ab. Und man hat hier eben verschiedene Interessen, sei es von Retail, aber auch von Institutionellen, die eben hier wirklich ein sehr großes Rad drehen. Wozu führt das? Ganz klar, es führt dazu, dass die implizite Volatilität steigt. Sehen wir hier am 3-Monats-, Volatilitätsindex, einmal für die Nasdaq und auch für den amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500.
und auch für die fünf Titel, die wir eben aus den Fangwerten besprochen haben. Und die Volatilität steigt in den Fangwerten an. Und wenn du eins aus der Ausbildung bei mir weißt, dann ist es, Portfolio-Manager mögen keine Volatilität. Uns geht es darum, gute, stabile Erträge zu haben mit möglichst wenig Volatilität und alles, was in der Vola ansteigt, so wie wir es jetzt haben, denn die Volatilität, implizite Volatilität, misst ja die perspektivischen Anstiege in den nächsten 30 Tagen. Das macht dem Markt Kummer. Deswegen hatten wir eben diesen Gamma-Squeeze jetzt bis Mittwoch letzte Woche, wo eben das Delta-Hedging sehr groß war, wo man eben mit den Optionen auch immer mehr ins Geld gelaufen ist und dadurch eben über das Delta-Hedging immer mehr Aktien kaufen musste. Auch tendenziell zum Monatswechsel ist sowas eben häufig, wie im Februar damals auch. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir in so ruhige Anstiege zurückkommen, wie wir sie im April gesehen haben. Es gibt eine Divergenz zwischen der Nasdaq in der Implied Vol und dem S&P. Die kann sich eine Zeit recht auferhalten, wie wir es 98, 99, 2000 gesehen haben. Aber generell gilt, wenn es eben mehr Volatilität in der Nasdaq gibt als im S&P, sollte es langfristig dazu führen, dass wir eine ähnliche Situation wie 99, 2000 sehen und dadurch eben die Aktienmärkte auch eher korrigieren und dann insbesondere diese Growth-Werte, also die Werte, die eben hier für schnelles Wachstum stehen, auch deutlich und massiv fallen. Auch eine sehr spannende Grafik, weil ich auf den Februar 2018 schon eingegangen bin. Hier mal dargestellt die Korrelation, also den mathematischen Zusammenlauf zwischen dem S&P, dem amerikanischen Aktienindex, und dem VIX, also dem Volatilitätsindex. Und man sieht an diesen Spitzen sehr schön, dass eben eine hohe Korrelation ungewöhnlich ist. Normal sollten bei steigenden Aktien die Volatilitäten fallen oder bei fallenden Volatilitäten die Aktien steigen oder, was ich eigentlich sagen wollte, bei steigenden Volas die Aktien entsprechend runtergehen. Wenn das nicht der Fall ist und die Aktien steigen und die Vola auch oder die Aktien fallen und die Vola sogar runtergeht, dann haben wir tendenziell hier Verhalten wie zum Beispiel im Februar 2018, wo eben dieser Crash kam. Hier davor hat es nicht funktioniert, da war es ein Fehlsignal. Auch hier war es eher ein Fehlsignal, obwohl der Ausbruch hier nur sehr gering war. Auch hier, das war nur ein sehr kleiner Ausbruch. Hier war es ein etwas größerer, wo dann dieser Rücksetzer im August 19 kam, Mai 19, Mai, Juni 19, war jetzt auch nicht besonders groß. Hier zuletzt dann eben wieder der Gleichlauf vor der Pandemie. Und aktuell haben wir eben den stärksten Zusammenlauf zwischen dem S&P und dem VIX, den wir jemals hatten. Auch das ist eben ungewöhnlich. Das kann durch diesen Gamma-Squeeze zustande kommen und dadurch, dass sich eben hier die Market Maker auch durch Optionen mehr absichern wollen, ist aber zumindest kurzfristig auch ein Warnsignal. Ja, Markterwartungen hatte ich schon drüber gesprochen, dass viele Analysten falsch lagen, deswegen auch der Economic Surprise so deutlich nach oben. Was man hier zum Beispiel sieht, unten ist der Spread zwischen den Bewertungen vom S&P und eben dem Forecast von den qualifizierten Forecastern, die eben bei Bloomberg ihre Meinung publizieren dürfen. Und man sieht eben, dass man hier institutionell noch nie so daneben lag. Sicherlich auch ein Grund, warum der Markt so schnell gestiegen ist, weil viele Institutionelle auf der falschen Seite erwischt wurden. Das haben die privaten Retail-Trader deutlich besser gemacht. Und der eine oder andere sagt: Haha, André, du als Fondsmanager, du warst ja auch eher jetzt von fallenden Kursen ausgegangen und jetzt ging es im August nur nach oben. Stimmt, ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Glaskugel. Ich weiß aber eins: Börse ist jetzt nicht wie Fußball, wo eben Bayern München gegen den Greifswalder SC spielt und Bayern München dann wahrscheinlich 100 von 100 Mal gewinnt, sondern Börse ist so ein bisschen wie Pokern. Natürlich kann ein schwacher Spieler auch ein Abend mal an einem Pokertisch Geld verdienen. Aber langfristig werden die Pokerspieler, die Erfahrung haben, die die Wahrscheinlichkeiten kennen und die auch geduldig sind, deutlich mehr verdienen als diese Rookies. Denn sie sind eben das, was die Haie dann auffressen. Sie sind eben die kleinen Fische am Pokertisch. Und ganz ähnlich, denke ich, ist es auch mit den Retail-Tradern, die ja auch über die Strategie FX Fool langfristig zumindest ausarbitriert werden können. Kurzfristig haben sie einen guten Lauf gemacht. Und was man sagen muss, die Profis haben eben sehr pessimistisch hier die Märkte gesehen, aufgrund dieses schwachen Wachstums, haben damit nicht recht gehabt. Und man sieht hier schön diese blaue Linie oben. Das sind eigentlich die Forecasts, oder das sind die Forecasts. Und die sind eigentlich fast immer über den Aktienmärkten. Das ist eben der Klassiker, dass man immer etwas zu optimistisch ist und möchte, dass die Aktienkurse folgen. Momentan ist man da eher zu negativ. Deswegen werden die Forecasts auch aktuell wieder hochgenommen. Trotzdem ist es häufig, und das habe ich als Fondsmanager in meiner Fondsgesellschaft immer wieder gesehen, man ist im Timing vielleicht nicht besonders gut, aber auf ein, zwei Jahressicht bekommt man dann doch meistens recht. Warum war man hier so pessimistisch? Ganz klar, das liegt an den extremen Bewertungen. Wir haben die höchsten Bewertungen, die wir jemals hatten, nicht nur im S&P, sondern auch bei vielen Fangwerten. Und das ist langfristig natürlich ein Problem. Fondsmanager wollen nicht kaufen. Hier sieht man die Survey von der Bank of America, wo man eben regelmäßig die Fondsmanager befragt, wie ihre Meinung ist, ob Aktien über- und unterbewertet sind.
Man sieht hier sehr stark, dass Fondsprofis davon ausgehen, dass Aktien deutlich überbewertet sind, so stark überbewertet wie noch nie. Die Zahlen sind jetzt schon 1,5 Monate alt. Das Problem ist nur, die Märkte sind ja trotzdem gestiegen. Und das sieht man an den blauen Balken hier sehr schön, dass eben hier die Bewertungen dann zwar hoch sind, aber die Aktienmanager dann doch kaufen müssen. Warum? Ganz klar, wenn du eben short bist, deiner Benchmark hinterherläufst, musst du irgendwann zweifelshaft eben gerade beim Monats- oder Quartalsende deine Short-Position auflösen. Du musst long gehen, auch wenn du das nicht aus Überzeugung tust. Das ist ganz ähnlich, wie du auch negative Zinsen kaufst bei Anleihen, weil du einfach über deinen Auftrag als Fondsmanager in die Märkte reingezwungen wirst. Und wer dazu mehr erfahren will, den lade ich eben auch gerne in meine Ausbildung ein, wo wir permanent über diese Themen und die Anreizfunktion im Fondsmanagement sprechen. Was wir auch sehen, Insider verkaufen die Aktien. Hier eine ganz spannende Grafik. Wenn man sich also anschaut, wie CEOs von großen Firmen, das sogenannte Smart oder Insider Money, sich am Markt verhält, und das ist auch eine Auswertung aus der Financial Times, kann man feststellen, dass gerade viele Börsenprofis jetzt die Chance eher nutzen und in die Hosse ihre eigenen Aktien verkaufen. Also die Profis gehen eher hier aus dem Aktienmarkt raus, was für mich auch dafür spricht, wenn das informierte Geld eher den Markt verlässt, dass eben diese Hosse zumindest auch an Momentum deutlich verlieren kommt. Den Rücksetzer, da habe ich schon angesprochen. Wir haben einen massiven Rebound gesehen. Massiv ist vielleicht übertrieben hier mit dieser Entwicklung, aber wir haben zumindest mal den ersten kleinen Versuch einer Korrektur gesehen. Insgesamt ist noch nicht viel passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest bis zur Wahl deutlich höhere Volatilität gibt und damit auch ein Stück weit ungemütlicher. Warum? Die Aktien sind sehr stark konzentriert. Hier siehst du den S&P mit 495 Titeln in Blau. Da haben wir Stand 22. August sogar eine Year-to-Date negative Performance. Und wir sehen die klassischen Big Five, klassisches Thema, alles vereint sich auf diese 5 Aktien. Und damit ist der Markt eben auch verwundbar, wenn zum Beispiel eine Digitalsteuer kommt, wenn eben zum Beispiel andere Themen aus China kommen oder wenn eben eine Tesla nicht in den S&P aufgenommen wird, Stichwort Indexeffekt, da kann es eben auch zu massiven Problemen führen. Hier siehst du den S&P nochmal im Vergleich zu dem sogenannten Equal Weight Index, also wenn du 500 Aktien jeweils 0,2% Gewicht gibst, dann hättest du den S&P in Schwarz. Wenn du es marktkapitalisiert machst, hast du den S&P in Rot und du siehst diesen massiven Unterschied zwischen der roten und der schwarzen Linie, die es so historisch auch noch niemals gab. Und das bedeutet eben, dass wir hier eine gewisse Divergenz haben, die eben nachhaltig auch zu Problemen führen kann. Tesla hatte ich schon angesprochen. Heute haben sie sich erholt. 35% Peak to Drop im Minus. Einige Amerikaner sind davon ausgegangen, dass sie im Aktiensplit auf einmal mehr Aktien haben und mehr Vermögen haben. Das ist natürlich nicht so, aber da merkt man eben auch, wie Retail Money informiert ist. Links siehst du die Bewertung von Tesla, viel mehr wert als Toyota, Volkswagen, Audi, Daimler, BMW zusammen. Bei der Anzahl der verkauften Autos, die eben deutlich geringer ist, trotzdem ist Tesla so das Vorbild, der Wert, der eben hier auch mit einem über 1000er KGV schon gehandelt hat, der so ein bisschen diese Rallye auch darstellt. Value versus Growth, siehst du ganz klar, die Growth-Aktien sind sehr stark am Laufen, sind in den Bewertungen eben hier auch 4 Standardabweichungen zu teuer. Es ist ungewöhnlich, es war historisch noch nie da. Das heißt nicht, dass es morgen sich ändert, aber wenn ich eins aus 11 Jahren Fondsmanagement und fast 25 Jahren Kapitalmarkt gelernt habe, bestimmte Gleichgewichte treten irgendwann wieder ein. Es kann dauern, manchmal auch länger, als man glaubt, aber bestimmte ökonomische Phänomene werden immer wieder auch zurückkommen. Das war's zum Fundamentalen und die Zeit ist ja fast schon um. Trotzdem erlaubt mir noch, die anderen Themen ganz kurz anzusprechen, bevor ich dann euch auch den Blick ins Depot gebe und sage, welche Veränderungen ich auch vorgenommen habe und das auch ein Stück weit begründen möchte. Den Dekadenzyklus hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt, das große Thema Saisonalität. Nach der Wahl geht es eher runter und auch hier im Zweier, im Dreier und auch im Einserjahr ist diese Dekadensaisonalität negativ. Das ist einfach Fakt. Deswegen glaube ich eben auch daran, dass der Aktienmarkt durchaus in den nächsten 3 Jahren nochmal ein neues Tief finden kann. Das ist im DAX genauso wie im Dow Jones. Hier Daten von meinem geschätzten Kollegen, dem Dimitri Speck von Sisonax. Auch da ist es so, dass wir eben im Einser-, im Zweierjahr, genau wie im Nullerjahr, eher eine saisonale Schwäche haben, was eben auch gut in das Makrobild mit reinpasst. Dann wollte ich euch kurz die technischen Dinge noch zeigen. Und zwar ganz kurz einen Blick auf die Charts. Und zwar habe ich hier mal die verschiedenen Märkte dargestellt. Und vielleicht nur ein ganz, ganz kurzer Hinweis, weil eine Sache ist mir extrem wichtig. Natürlich kann so eine fundamentale Meinung, die eben klar negativ ist, immer auch durch technische Faktoren ausgehebelt werden. Und ich weiß auch, dass jetzt die deutschen Aktien ein Stück weit besser performt haben in den letzten 2, 3 Tagen als die amerikanischen. Langfristig aber hier die Nasdaq mit 28% im Plus.
gegen zum Beispiel den FTSE, also dem UK-Index oder auch dem italienischen Index, mit 20% im Minus stehen. Mein großer Tipp an euch und mein Vorgehen auch in der technischen Analyse ist, fernab von Hoch und Tiefs, Fibonaccis, Umsatz und was auch immer. Der Abverkauf war ja auch unter deutlich größeren Umsätzen als das Anstiegen, als das Ansteigen der Aktien. Schaut euch immer diese Year-to-Date-Performance an. Und wenn ihr Titel habt, wie die Nasdaq oder auch den S&P, die noch über dieser Year-to-Date-Performance sind, seid die eher long. Wenn ihr Titel habt, die drunter sind, wie eben auch der DAX, der ja der stärkste europäische Aktienindex ist, oder auch hier zum Beispiel Italien oder UK oder Spanien, eben auch ein sehr schwacher Aktienindex, dann seid diese Titel eher short. Warum, wieso, weshalb? Alles Teil der Ausbildung. Aber von der technischen Seite her wollte ich euch das unbedingt mal mitgeben. Denn von der technischen Seite her glaube ich daran, dass ich momentan nicht im S&P short sein muss. Wir haben ja nächste Woche auch vor der Fed Long. Wir haben die heißen Hexen. Und wenn wir hier diese schwarze Linie brechen im S&P, werde ich da auch wieder Short-Positionen probieren. Solange das nicht der Fall ist, der S&P also hier drüber handelt, werde ich eher auf Long-Positionen schielen und dagegen eher die schwächeren Märkte wie DAX oder auch die in Euro-Stocks oder die Italiener oder auch UK auf der Short-Seite probieren. Also klassisches Thema relative Stärke und Schwäche und insbesondere diese Year-to-Date-Performance ist mir hier sehr, sehr wichtig. Und gerne möchte ich dir auch noch einen Blick in mein Depot geben. Ich möchte gerne sagen, was die wichtigsten Punkte sind. Vorher erlaube mir kurz, mein Angebot vorzustellen. Wie du vielleicht weißt, biete ich ja die Intensivausbildung Portfolio Management an, die wie gesagt bestbewertetste Ausbildung im deutschsprachigen Raum mit über 850 Bewertungen und mit einer Trader- und Investoren-Community von mittlerweile über 600 Teilnehmern, auf die ich sehr stolz bin. Gerade am Wochenende hatten wir wieder unser digitales Community-Treffen. Mir macht das Ausbilden hier sehr viel Spaß und die Erfolge sind eben auch sehr groß. Die Bewertungen sind, wie gesagt, positiv und wenn du sagst, ja, ich habe Interesse an dieser Ausbildung, ich könnte mir vorstellen, dabei zu sein, dann lade ich dich ein, schau dich hier auf diesen beiden Webseiten um, komm eben zu mir in die Ausbildung. Das ist aktuell noch auf Lebenszeit. Wir haben die Preise ja hochgenommen, das hatte ich im Juni ja auch erwähnt. Die Ausbildung kostet mittlerweile 2.480 € inklusive Umsatzsteuer. Du kannst es eben auch steuerlich als Werbekosten ansetzen, du kannst es über deine Firma ansetzen, wenn du magst. Und das ist ein sehr faires Angebot, weil du eben regelmäßig Content bekommst. Wir haben Live-Trading, wir haben über 12 Ausbildungswebinare. Es ist viel zu viel, als dass ich alles vorstellen könnte. Deswegen packe ich dir das in den Chat und wenn du magst, guck dir das im Chat gerne an. Speichere dir den Link ab, den du genau jetzt im Chat findest und ich dir im Nachgang gerne auch nochmal kurz per E-Mail zukommen lasse. Und ich habe beschlossen, dass ich für zwei Teilnehmer, die dabei sind, hier einen Gutschein ausgebe. Wie ihr das gewohnt seid, 500 € Rabatt. Ihr kriegt von mir natürlich auch eine Geld-Zurück-Garantie, 30 Tage, denn ich habe ein sehr hohes Commitment, ich habe ein hohes Leistungsversprechen und ihr merkt ja auch, das Tempo ist hoch. Trotzdem gibt es eine komplette Grundlagenausbildung. Ihr könnt kostenlos die Ausbildung wiederholen. Wir machen so unglaublich viel, dass es ein eigenes Webinar wert wäre, alles zu besprechen. Wichtig ist nur, ich bin der Meinung, dass jeder Börse lernen kann, sich jeder einmal im Leben damit beschäftigen muss und wenn er es gelernt hat, auch mit einer Stunde Zeitaufwand im Monat sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und wenn du sagst, ja, das ist spannend für mich, wenn du sagst, ja, ich möchte in die größte Investment- und Trader-Community in Deutschland kommen, ich habe Lust darauf, vom Portfolio-Manager langfristig zu lernen. Ich habe eben Lust auch auf Community und ich zeige dir ganz kurz unsere Discord-Gruppe, bevor ich dann alles nochmal für dich zusammenfasse und auf Fragen eingehe. Dann lade ich dich ein, guck dir hier das Angebot im Chat an, sei einer der zwei Glücklichen, die diesen Bonus auch von mir bekommen. Und hier siehst du zum Beispiel mal unsere Discord-Gruppe, wo hier zum Beispiel das Community-Treffen war, wo wir regelmäßig besonders spannende Charts teilen. Das ist zum Beispiel eine Anomalie, die ich nutzen werde im nächsten Marktausblick, um eben die Rentenmärkte auch mal auf die Short-Seite zu nehmen. Du siehst Investment-Themen, du siehst Handelsstrategien, über die wir sprechen, du siehst Algo-Trading, wir haben Futures, wir reden über Optionen, wir machen Backtesting, wir haben Psychologie, wir reden sehr viel über das Thema Steuern, was aktuell natürlich auch ein wichtiges Thema ist und wo sich auch viel verändert und hier die richtigen Informationen auch zentral sind. Du hast die Möglichkeit, mir direkt deine Fragen zu stellen, die dann auch sehr zeitnah beantwortet werden. Und wenn du eben Lust hast auf die größte Trader-Community, wenn du Lust hast, vom Portfolio-Manager zu lernen, dann habe ich dich hiermit recht herzlich eingeladen. Alles Weitere findest du im Chat oder bei mir auf der Webseite oder gerne per E-Mail an info@andre-stagge.de. Und dadurch, dass ich dir 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gebe, denke ich, ist das Angebot fair und du kannst dich in Ruhe umschauen und eben feststellen, ob diese Börsenbildung auch das Geld wert ist, denn wichtig ist mir nicht, dass du Geld ausgibst und Geld investierst, sondern wichtig ist mir, dass du langfristig eben deutlich mehr an den Märkten zurückholst, weil du die entsprechende Performance machst und ich habe dir ja mein Live-Depot mit 70% im Plus gezeigt. Was sind jetzt die Thesen, die ich aus diesen Analysen ableite? Fundamental bin ich nach wie vor negativ aufgrund des Wirtschaftswachstums. Ich respektiere das, was die Geldpolitik macht. Ich respektiere,
dass die Charts in Amerika im Plus sind. Ich sehe aber auch, dass wir hier to date nicht wie im Algo 19% vorne sind im DAX, sondern bei minus 1% stehen. Bedeutet für mich nach wie vor, in den europäischen Märkten bin ich eher dabei, auch im September nach den heißen Hexen, nach vor der Fed Long, auf die Short-Seite zu gehen. Also nach dem Verfall am 18. September werde ich Short-Positionen implementieren, auch wahrscheinlich mal in etwas größerer Size. Denke eben auch hier, dass die Zentralbank zwar kurzfristig für Ruhe gesorgt hat, aber alles, was an Kursen fällt und das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, könnte erst der Anfang sein. Alles, was an Kursen fällt, gerade im Bereich 15% würde ich nicht mehr als Dip kaufen, sondern würde ich eher aktuell nutzen, um Short zu gehen. Große Änderungen bei mir im Investmentdepot. Ich hatte ja 10% den BTP Short seit Jahresanfang. BTP sind diese Anleihen aus Italien. Ich habe das jetzt aufgestockt auf 15%. Also von 10% bin ich hier auf 15% gegangen. Wer in der Ausbildung ist, weiß, wovon ich rede. Ich bin von 10 auf 15% gegangen mit diesem Hedge. Genau wie die Position im Gold, die ich reduziert habe. Ich habe Gold reduziert von 15 auf 10%. Ich habe also gewechselt. Eine Position, die deutlich im Plus war mit Gold Long, habe ich getauscht gegen eine Position, die seit Jahresanfang plus minus null war, vom BTP, wo ich jetzt eben auf 15% aufgestockt bin. Warum? Gold ist schon gut gelaufen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Gold eben mit allgemein fallenden Aktien auch mitfällt. Wir sehen, dass die 2000er-Marke wurde nicht deutlich überschritten, obwohl wir eigentlich eine positive Saisonalität haben. Gold ist eine sehr volatile Position. Italienische Anleihen schwanken nicht so stark. Deswegen habe ich jetzt Gold von 15 auf 10% reduziert, ungefähr bei den aktuellen Kursen, irgendwo bei 1950, und habe das Geld genommen, das Cash, habe es dann reingesteckt in den BTP Short. Die restlichen 75% sind in der Strategie MDAX versus DAX, marktneutral, die ist 2% im Minus dieses Jahr. Anders als die tolle Performance in Gold habe ich damit Geld verloren, aber das Investmentportfolio hat nur diese kleine Änderung. Für die nächsten Monate überlege ich, strategisch die Aktien Short reinzunehmen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hatte ich in den letzten Marktausblicken auch schon angedeutet, weil eben das technische Bild noch zu positiv ist. Und ich überlege auch, die Treasuries mal auf die Short-Seite zu nehmen. Dann auch in Dollar, weil ich auch denke, dass der Dollar weiter abwertet. Die Vola wird weiter ansteigen. Das steht auch fest. Das ist ein ganz normales Verhalten vor der Wahl. Auch im September geht die Vola tendenziell deutlich weiter und schneller nach oben. Deswegen sage ich auch keine strategischen Aktieninvestments. Gerade in den nächsten 2 Monaten denke ich, dass die höhere Volatilität nicht kompensiert wird und das hier gerade für Investoren eher Stress bedeutet, die im Buy-and-Hold-Ansatz sind. Wer traden möchte, kann das tun. Wer im Gewinn ist, sollte einen Trailing-Stop-Loss setzen. Wer nicht investiert ist, sollte nicht unbedingt in den Markt reingehen. Auch Sparpläne muss man hier nicht aussetzen. Aber trotzdem jetzt eine größere Summe bei den Niveaus und mit der gestiegenen Volatilität im September und auch im Anfang Oktober vor einer Wahl würde ich nicht im Aktienmarkt unbedingt platzieren. Was momentan sehr gut funktionieren kann, sind Trading-Strategien. Auch im Live-Trading-Account habt ihr das gesehen. Es gibt einige Anomalien, wie zum Beispiel der Euro-Boost, der heute ja auch ein Signal geliefert hat, wo ich denke, dass in der nächsten Woche der Euro-Dollar steigt. Diese Dinge sind mir momentan lieber als die klassischen Buy and Hold Investments. Und ich weiß, mit dem letzten Satz werde ich mir keine Freunde machen. Ich glaube, dass wir im DAX noch ein neues Aktienmarkt-Tief sehen. Ich weiß, wir sind nur 600 Punkte vom All-Time-Hoch entfernt. Das können wir auch nochmal rausnehmen. Ist auch klassisch, wenn wir so einen Doppeltop machen, dass wir nochmal einen Ausbruch nach oben sehen. Aber fundamental, alles, was ich sehe, ist das Bild ein Stück weit zu schlecht. Alles, was über die Zeit keine deutlich steigenden Aktienkurse zur Folge hat, ist eher negativ. Alles, wenn die Aktien sogar fallen, ist eine sehr negative Indikation. Und deswegen mache ich mir da wirklich um den Aktienmarkt große Sorgen. Solange wir steigen, die Hosse nährt die Hosse. Das ist mit dem Gamma-Squeeze genauso wie bei den Aktien auch. Solange es nach oben steigt, ist es in Ordnung. Aber sobald das Momentum rausgeht, müssen die Zentralbanken mehr machen. Was ich vorhin meinte, erst 100 Milliarden, dann 1000 Milliarden, dann 10.000 Milliarden. Und das ist irgendwann schwierig. Wir haben das auch gesehen nach den letzten FED-Sitzungen, sei es Minutes oder sei es eben FOMC, ist der Markt auch gefallen. Und diese Kleinigkeiten stören mich ein bisschen, deswegen tue ich mich schwer, auf 3 bis 5 Jahre in Aktien zu investieren und glaube auch im Rahmen des Dekadenzyklus durchaus nochmal an tiefere Stände. Macht euch schlau zum Thema, informiert euch zum Thema. Ihr seid im Ring mit den Investmentbanken, ihr seid mit den großen Playern aktiv. Wenn ihr eben mehr als eine Buy-and-Hold-Performance haben wollt mit dem entsprechenden Buy-and-Hold-Risiko, müsst ihr Arbeit reinstecken, ihr müsst es eh irgendwann lernen. Der Staat tut da ja leider gar nichts für euch, sondern gibt nur Steuergelder aus und guckt, wie es dann irgendwie wieder ein bisschen mehr in die Kasse reinbekommt. Investment ist eine der besten Möglichkeiten,
auch finanziell frei zu werden. Ich glaube, das wissen alle, die sich heute hier die Stunde genommen haben. Ich lade euch herzlich ein. Kümmert euch mehr ums Investment. Wenn ihr das professionell angehen wollt, braucht ihr gute Handelsstrategien, die euch einen nachweislichen Vorteil bringen. Eine Strategie ist zum Beispiel der Euroboost. Die letzten drei Signale waren hier auch sehr, sehr erfolgreich. Mir fehlt die Zeit, um groß darauf einzugehen. Werde ich auch in der Ausbildung sehr ausführlich drüber sprechen. Mit der Strategie habe ich den Euro-Dollar gerade long, auch mit etwas größerer Size und denke eben, dass wir hier im Euro gegen den US-Dollar aufwerten, auch weil der Zinsvorteil wieder deutlich geringer ist. Und seit einer Woche ist es sogar so, wenn du als europäischer Investor amerikanische Anleihen kaufst und diese 10-jährigen Anleihen dann mit kurzfristigen DTGs hedged, also mit Absicherungsgeschäften, bleibt dir sogar eine positive Zinscarry. Das war in den letzten 3 Jahren nicht der Fall, ist momentan wieder der Fall. Deswegen glaube ich auch daran, dass der Euro-Dollar sich weiter positiv entwickelt. Das Angebot hatte ich dir schon gezeigt. Du findest es im Chat oder bei mir auf der Webseite. Ich schicke es dir natürlich auch gerne nochmal per E-Mail zu. Wenn du magst, dann sei doch so gut, komm in die Ausbildung, weil es ist schön, hier eine Stunde zuzuhören, wenn du wirklich ins Tun kommen möchtest, wenn du in die größte Community rein willst, wenn du über 24 Strategien lernen möchtest, wenn du auf Lebenszeit regelmäßig meinen Content bekommen möchtest und nicht immer nur so einen Brocken hingeschmissen, sondern das große ganze Konzept verstehen willst, dann nimm dir mal 12 Webinare Zeit. Nimm dir mal 3 Monate Zeit, du bekommst ein Zertifikat, du bist dann in der größten Ausbildung in Deutschland. Deswegen lade ich dich herzlich ein. Schau dir das mal an. Und damit habe ich es tatsächlich wieder geschafft, eine Stunde ohne Punkt und Komma zu reden. Danke, dass ihr live mit dabei wart. Danke auch, wenn du noch Fragen hast. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Fragen im Fragenfenster zu stellen? Ich habe dir versprochen, ich werde dir alle Fragen beantworten. Egal in welche Richtung, ich werde alles beantworten, soweit ich das dann kann. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Marktausblick dabei bist. Rein technisch ist es so, dass sich für alle 4 Webinare angemeldet. Die sind diesmal sogar öffentlich. Ich weiß nicht, ob ich das demnächst wieder exklusiv für die Ausbildung mache. Möchte das jetzt aber auch mal für die Allgemeinheit teilen und freue mich eben, wenn du hier deine Fragen stellst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Aber auch mit der Idee, am meisten lernst du natürlich bei mir in der Ausbildung auf Lebenszeit. Dann schaue ich mal ins Fragensfenster rein und schau mir, wer was fragt. Der Jürgen sagt: Ist der Turnaround Dienstag wegen Feiertag in den USA auf Mittwoch verschoben? Jürgen, du bist bei mir in der Ausbildung, du sprichst wahrscheinlich die Strategie Turnaround Tuesday an. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube eher, es lag daran, dass jetzt ein bisschen Liquidität am Markt ist. Und ich würde jetzt nicht immer Mittwoch auf den Turnaround setzen. Und ich habe das mit den Feiertagen auch untersucht und die verschieben das nicht. Ich denke eher, das war jetzt ein bisschen Liquidität im Markt, die wieder reingeflossen ist. Aber ein Turnaround Tuesday bleibt am Dienstag. Der Matthias sagt Hallo, die Sonne auch. Italien doch nicht, oder? Doch, Italien hat auch gelitten. Das war diese Corona-Grafik, die ich gezeigt habe. Nicht ganz so schlimm wie Spanien, aber da steigen die Fallzahlen leider auch schon wieder an. Ich bitte Sie auf. Oh. Okay, also kann ich nicht so gut lesen. Das ist ein ausländischer Name. Ich vermute, du möchtest die Aufzeichnung haben. Gerne auch auf Englisch schreiben, wenn es dir leichter fällt. Ich schicke die Aufzeichnung zu. Und dann kannst du dir das gerne in Ruhe dann nochmal angucken. So, hallo André, liegt das an der maßlosen Gelddruckerei? Fragt der Siegfried bei 1920. Ja, also viel von den Anstiegen, was wir gesehen haben, lieber Siegfried, liegt daran, dass die Notenbanken eben so zentral hier die Märkte einfach extrem manipuliert haben und dadurch eben auch extrem das ganze System verzerrt haben. Das führt zu diesen Auswüchsen, die wir besprochen haben. Wie lange die noch sind, das werden wir sehen, aber du merkst ja anhand meiner Ausführungen, dass ich jetzt nicht so wirklich extrem euphorisch für das ganze Thema bringen. Der Wolfgang sagt hier zu der Grafik, die große Depression, macht ein Vergleich wirklich Sinn, da doch die Notenbankpolitik völlig unterschiedlich war? Das stimmt. Also ich habe mir das wirtschaftsgeschichtlich angeguckt. Damals wurden die Zinsen nicht gesenkt, sondern sie wurden extrem nach oben gemacht. Das war auch ein Fehler, den man im Nachgang dann in die Notenbankpolitik mit eingepreist hatte. Man hatte natürlich auch eine andere wirtschaftliche Situation, wo auch mehr Wachstum möglich war. Nach dem Ersten Weltkrieg, 14 bis 18, hatten wir die goldenen 20er Jahre. Ähnliche Situationen eben auch wie 2010 bis 20 mit steigenden Märkten. Es gibt Unterschiede, es gibt sicherlich aber auch Parallelen. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass diese Situation, wie wir sie jetzt haben, einfach darauf angewiesen ist, dass wir aus eigener Kraft schnell wieder ins Wachstum reinkommen. Ein Wachstum, was wir die letzten Jahre auch ohne Corona nicht hatten. Deswegen bin ich eben für das Gesamtsystem etwas negativ. Und finde es eben auch gut, wenn man zum Beispiel Aktien hat, die eine oder andere Trading-Strategie zu nutzen, um eben auch sein Portfolio abzusichern. Der Ami sagt, der Euro-Dollar testet aktuell eine Konsolidierung nach unten und es sieht danach aus, als würde sich die Schwäche durchsetzen. Sollte Euro-Boost-Strategie trotzdem funktionieren? Ja, ich habe mir das heute angeguckt. Ich habe den Euro-Dollar-Long auch mit etwas mehr Size umgesetzt und ich glaube daran, dass der Euro-Dollar
in den nächsten 5 Tagen nach der Strategie steigen wird. Geht es nur mir so oder gibt es Tonaussetzer? Das kann manchmal am Internet liegen. Ich habe hier extra mir eine Glasfaserleitung geholt. Ich hoffe, das ist nicht bei jedem der Fall, dass diese Aussetzer da waren. Trump wird vor der Wahl einen Impfstoff genehmigen und wird sich feiern lassen. Ja, das mag gut sein. Ähnlich wie in Russland kann man natürlich hier auch so ein bisschen tricksen. Es wird sicherlich viel von Trump getan, um die Aktienmärkte auch zu steigern, weil das steigert seine Chancen, um wiedergewählt zu werden, immens. Fließen die privaten Robinhood-Daten bei den COT-Daten mit ein? Ja, das passiert, Gunnar. Das ist ja auch die Auswertung, die ich vorhin gezeigt hatte. Die war auch von der entsprechenden Options. Was denn? Ja, finde ich jetzt so schnell nicht. Also ja, die werden auch mit eingegangen. Die sind dann stehen dann unter Small Speculators. Gibt es eine Erklärung, wieso die Vola steigt vor den Abverkäufen? Ja, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, lieber Reinhard. Meine Erklärung wäre so ein Stück weit, dass natürlich wir hier gerade auch sehr viel über das Thema Saisonalität eingepreist haben. Hier siehst du ja den VIX über die letzten 30 Jahre, also diesen Volatilitätsindex. Und wenn du dir das zum Beispiel mal anguckst nach den Wahljahren, also wenn du hier nur die Election Years nimmst, dann ist es eben üblich, dass wir in der Zeit vor der Wahl schon eine größere Volatilität haben. Und der Hauptgrund ist aber dieser klassische Gamma-Squeeze. Ein Gamma-Squeeze ist eben, wenn die privaten oder auch die institutionellen sehr viele Call-Optionen kaufen, dann ist es einfach so, dass hier entsprechend diese Call-Optionen dann den Markt nach oben ziehen, du dich entsprechend am Markt absichern musst und dann eben auch hier nachgehen musst. Aber wenn dich so Dinge interessieren, die sind etwas komplex für diese eine Stunde, schau in den Chat rein, guck dir an, was die Ausbildung kann, guck dir an, was die Community kann, da besprechen wir solche Dinge permanent, weil das ist extrem wichtig, wenn du sowas verstehst, was ein Delta-Hedging ist, was ein Gamma-Squeeze ist, wie die Market Maker auch die Märkte ein Stück weit beeinflussen können, kannst du eben deutlich bessere Investment- und Trading-Entscheidungen auch treffen. Warum sollte der BTP fallen, wenn die EZB doch die italienischen Anleihen kauft? Ja, Stefan, das ist genau die Idee. Deswegen habe ich im Hedge auch getauscht. Meine Idee von BTP und Gold war seit Jahresanfang immer die gleiche. Ich möchte mich absichern. Ich will mich einfach absichern gegen jedes mögliche Risiko. Ich bin ja durch die marktneutralen Strategien auch gut durch das Jahr gekommen. Manche Depots waren 40% im Minus, stehen jetzt vielleicht 50% im Plus. Mein Depot war relativ langweilig, steht knapp zweistellig im Plus. Ich möchte einfach Absicherung haben und jeder weiß, dass die italienischen Anleihen bis zum Abwinken von der EZB gekauft werden. Alles nichts Neues, auch die Instis sind da stark mit drin. Trotzdem, wenn ich mir zum Beispiel die Fallzahlen angucke, die Anstiege angucke, wenn ich weiß, dass Italien global gesehen der viertgrößte Schuldner der Welt ist, obwohl sie nur 0,77% der Weltbevölkerung stehen, wenn ich weiß, dass sie eine verdeckte Arbeitslosigkeit von 15% haben, wenn sie ein schlechtes Wachstum haben, wenn die Banken eben die ganzen italienischen Staatsanleihen aufkaufen, ist es für mich bei 1%, wo übrigens auch gerade griechische Anleihen stehen, Griechenland, sehr spannend, ja, griechische Anleihen, dann ist es für mich einfach so, dass ich das als guten Hedge sehe. Es ist eine absolute Versicherung, im besten Fall passiert da gar nichts und die bleiben bei 1% die nächsten 3 Jahre und die Welt dreht sich so weiter. Aber wenn wir eben Probleme bekommen, ist es für mich 1000-mal besser, als eine Put-Option zu kaufen bei so hoher Volatilität, weil das eben ein sehr günstiger, ein sehr einfacher Hedge ist, hier auf den BTP-Future Short zu setzen. Deswegen bin ich ein großer Freund vom BTP-Future Short und habe den jetzt von 10% auf 15% aufgestockt. Würde eventuell sogar auf 20% gehen. Ist aber auch ein Trade, der jetzt nicht im taktischen Timing auf die nächsten 3 Tage aufgeht oder 3 Wochen. Der kann auch mal 3 Monate oder 3 Jahre dauern. Wie würdest du infolge der Monate Schwäche in Form von Restriktionen von institutionellen Notenbanken etc. ausnutzen, beziehungsweise wo könnten Chancen durch gesetzliche Restriktionen entstehen, sollte der Markt kippen? Also ich glaube, ganz großes Thema mit dem Thema Restriktionen, Vorgaben etc. pp. Sind zum Beispiel italienische Anleihen, weil wenn sich da was ändert, könnte es sehr, sehr schwierig werden. Anderes Thema ist natürlich auch so Vola-Produkte. Anderes wichtiges Thema ist sicherlich Inflation und Rentenmärkte. Also generell Rentenmarkt Short oder auch Inflation Long über zum Beispiel Linkers oder eben auch generell vielleicht über Treasuries Short. Das sind alles so Dinge, wenn sich da was systematisch ändert, kann man eben davon profitieren. Das sind aber große Bewegungen und man setzt immer gegen die Zentralbank. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich meine, George Soros hat es gezeigt, 2015 ist Euro-Schweiz geplatzt. Man kann damit sehr viel Geld sehr schnell gewinnen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass es vom Timing sehr, sehr schwierig ist. Der Johannes, mein Freund, fragt, welche Branchen würdest du bei einem neuen Aktienmarkt-Tief kaufen? Ich glaube, wenn wir wirklich neue Tiefs sehen, ich weiß, die sind noch ein Stück weit hin,
würde ich tendenziell auch eher in die Value-Aktien reingehen und würde denken, dass diese Tech-Euphorie eher gering ist. Wie war es 2000 und 1999? Warum waren die Tech-Aktien damals auch so positiv? Weil die Zinsen so niedrig waren. Die Zinsen sind auf dem tiefsten Stand aller Zeiten. Und man kann eben zeigen, dass gerade nach der Wahl auch Zinsen auch mal wieder steigen können, gerade wenn Inflation ins System kommt. Und das sollte eben diese Tech-Euphorie auch ein Stück weit aus den Bewertungen raustreiben, wo ja jedes Unternehmen jetzt die neue beste Plattformlösung hat. Deswegen da würde ich eher aus der Branche rausgehen. Neutiefs im DAX, auf welcher Zeitbasis? Jahrestief, All-Time-Low? Also ich denke, Jahrestiefs werden unterschritten, Wolfgang. Damit meine ich eben die Tiefs, die wir um die 8000er-Marke gesehen haben. Und ich lege mich nicht fest, dass wir es dieses oder nächstes Jahr sehen. Ich denke aber bis 2003, auch mit dem Dekadenzyklus, denke ich, kann das passieren. Der Günther aus der Ausbildung sagt Tschüss, hat ihm gut gefallen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie war das mit der positiven Zinscarry beim US-Dollar und wie shortet man die Fang-Aktien? Also es gibt ja auch den Fang-Index, da gibt es auch ein Future drauf, da könntest du über den Index zum Beispiel die Aktien auch short gehen, sonst kannst du es über Zertifikate, CFDs oder auch über die Single-Stock-Futures. Und die Idee von der Carry ist einfach, wenn du heute eine 10-jährige Treasury-Anleihe kaufst, bekommst du ja 50 Basispunkte Rendite, Carsten. Wenn du die entsprechend über den Euro-Dollar kurzfristig absicherst, zahlst du dafür nur 30 oder 40 Basispunkte. Das heißt, du bekommst hier das Delta von 10 oder 20 Basispunkten aus deinem Hedge raus. Der Michael schreibt, ja, klasse Vortrag, hat mir gut gefallen, vielen Dank. Danke dir. Der Thomas schreibt, hey, wie kann ich mich für die Ausbildung anmelden? Ja, Thomas, ganz lieben Dank. Ich schicke dir auf jeden Fall auch noch eine E-Mail. Hatte dir hier das Angebot auch schon geschickt. Du siehst hier einen Link. Da kannst du raufklicken. Ich klicke den jetzt mal hier im Chat an. Den siehst du auf der rechten Seite. Und wenn du da draufklickst, siehst du diesen Gutschein. Da sind noch zwei Gutscheine verfügbar. Du siehst hier die entsprechenden Konditionen. Und was du machen kannst, ist, du kannst hier einfach deine Daten eingeben. Und dann deine IBAN. Das ist jetzt nicht meine, sondern das ist jetzt quasi eine Fehlbestellung. Und ich nehme das nachher auch gleich wieder raus für den Gutschein. Und dann kannst du das bestellen. Und dann fängt eben deine Zeit in der Ausbildung an. Du hast diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Siehst dann hier direkt auf deine Rechnung mit entsprechend deiner Firmenanschrift, wenn du hast. Und dann kannst du dir 30 Tage alles angucken. Und wenn es dir gefällt, bleib dabei. Es würde mich sehr freuen auf Lebenszeit. Und wenn nicht, schreib mir kurz eine E-Mail und dann lasse ich dich raus. Wichtig ist, das Angebot gilt nur bis Sonntag. Und ihr wisst ja, ich habe die Preise erhöht. Ich nehme mir auch, halte mir vor, die Preise noch ein weiteres Mal zu erhöhen. Warum mache ich das? Weil mir ist es sehr wichtig, dass wir in der Gruppe uns eng austauschen können. Ihr seht das, wie viel Aktivität hier auch da ist. Und ich möchte einfach auch nach wie vor alle Fragen beantworten können. Ich möchte die Gruppe weiter auch mit Input füttern können. Ich möchte eben auch alles organisieren können, die Leute viermal im Jahr zum Treffen einladen können. Und deswegen können wir hier auch keine 5000 Leute aufnehmen. Deswegen muss es eben einen entsprechenden Preis haben. Und ich glaube, jeder, der den Wert sieht, mit einem erfahrenen Fondsmanager zu arbeiten, der 2,5 Milliarden gemanagt hat, der kommt auch gerne in die Gruppe rein. Der Clemens schreibt, Gold ist deutlich volatiler. Stimmt. Wenn Aktienmärkte verlieren, gehen institutionelle einerseits short, aber ist auch mit einer Flucht in Gold zu rechnen. Ja, das ist ein klassisches Thema. Normal ist Gold ein Safe Haven. Deswegen handeln wir auch die Strategie Friday Gold Rush. Trotzdem ist es so, und das treibt mich ein bisschen um, deswegen bin ich auch von 15 auf 10% runter im Gold, dass wir momentan so ein bisschen in das Thema Einheitskorrelation bekommen, dass es eben auch momentan Situationen geben kann, wo Gold mit fallenden Aktien mitfällt. Das liegt einfach am sogenannten Liquidity Crunch, dass man eben dann relativ schnell aus den Positionen rausgeht. Das haben wir am Dienstag gesehen, am Donnerstag, am Freitag war Gold auch nicht so stark unterstützt, obwohl die Aktienmärkte schwach waren. Deswegen habe ich hier meine strategische Goldposition ein bisschen reduziert. Stichwort Euro-Dollar-Long. Kannst du noch mal auf die positive Carry eingehen? Habe ich gerade gemacht, lieber Oliver. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Sonst wäre das die Strategie Zinsdifferenz, die in der Ausbildung auch besprochen wird. Der Andreas sagt, danke für den umfassenden Einblick. Zugang zu Community gibt es nur über die Ausbildung. Ja, ganz genau. Also die Community ist exklusiv. Da lege ich sehr großen Wert drauf, weil wir hier wirklich sehr, sehr viel Wissen auch teilen und wirklich sehr tief reingehen. Also alleine, was hier in der Backtesting-Gruppe zum Beispiel auch getestet wird, an Ideen, an Verbesserungen zu den Strategien, an Input, das ist wirklich auf so hohem Niveau, das möchte ich nicht separat bepreisen müssen. Das wäre auch unfair allen gegenüber, die eben hier schon in der Community sind. Deswegen geht das nur über die Ausbildung. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und die Community ist eben nicht nur in der digitalen Welt unterwegs, sondern es gibt auch
regelmäßig treffen in der physischen Welt, allerdings durch Corona gerade eingeschränkt. Und wir machen auch hier zum Beispiel Community-Treffen. Wie gesagt, das letzte war jetzt hier am Sonntag, allerdings digital. Und sonst treffen wir uns eben auch gerne vor Ort und diese Treffen sind dann eben auch real. Auch diese Community gibt es eben nur für Ausbildungsteilnehmer. Und damit ihr das mal ganz kurz seht, wie die Ausbildung auch intern aussieht, damit ihr da eine Idee habt, was euch erwartet. Ist also hier ein sehr ausführliches Programm, was euch erwartet. Hier seht ihr zum Beispiel die letzten Ausbildungswebinare. Alles hat hier eine entsprechende Agenda. Wir haben eine Grundlagenausbildung, die über 9 Webinare geht. Wir haben Research, verschiedene Strategien. Wir haben Links, die sehr wissenswert sind. Wir haben Literatur, die ich euch schenke. Die Marktausblicke sind dabei. Es wird also eine Menge angeboten und es lohnt sich, diese 1980 Euro zu investieren. Das sagen zumindest 850 positive Bewertungen, über die ich mich sehr freue. Woher die Annahme eines short-term steigenden Euros, wenn wir langsam ein Reversal-Muster bekommen? Eugen, wenn du in der Ausbildung bist, kennst du die Strategie Euro Boost? Das ist für mich der wichtigste Grund, warum ich auf 5 Tage den Euro ansteigen sehe. Der Carsten, Euro-Dollar, COT-Daten eher pro Dollar. Ja, Carsten, wenn du die COT-Daten verstehst, weißt du, dass der Währungsmarkt nur zu 8% über Futures in den COT-Daten abgebildet wird. Also die CFTC in Chicago kann hier also nur einen sehr kleinen Teil sehen. Deswegen halte ich da von den COT-Daten wenig. Bei Rohstoffen, gerade so bei Soft-Commodities, finde ich das super gut. Aber im Euro-Dollar und anderen Währungspaaren schaue ich mir die COT-Daten gar nicht an. Ich weiß, andere Trainer machen das. Ich habe das gebacktestet bis zum Abwinken. Mir hat es keinen Vorteil gebracht, deswegen lasse ich das. Benjamin sagt, der Ton ist gut. Bernd sagt auch, der Ton ist perfekt. Perfekt. Kein Tonaussetzer, perfekt, klappt. Der Kia sagt, absolut keinen Aussetzer gehabt. Sehr gut, so soll es sein. Der Thomas sagt, ich bin aktuell bei dir in der Ausbildung und muss sagen, dass mir nach den Webinaren immer der Kopf raucht. Eventuell wäre es gut, auch mal zu erwähnen, dass es wirklich fundamentaler Content ist. Ja, vielen Dank, Thomas. Du bist ja noch relativ neu. Kann ich verstehen. Du hast ja auch heute gemerkt, das Tempo ist sehr hoch. Ich werde jetzt in der Winterpause quasi, wenn die Ausbildungsstaffel vorbei ist, werde ich die Grundlagenausbildung auch noch mal ein Stück weit ausbauen. Hier gibt es ja die etwas langsamer und ruhiger erklärten Videos für die Grundlagen, die werde ich dann noch mal ein bisschen stärker mir angucken und werde dann auch immer mehr noch über diesen passiven Content einspielen, wie die Märkte funktionieren, worauf die Fondsmanager achten, was wirklich zentral und wichtig ist. Mein Ansatz ist eben maximal viel Content in kurzer Zeit zu produzieren und eben euch in den Kopf reinzuballern, weil ich glaube, das ist der beste Weg, um eben wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Der Jallo fragt, kannst du mal das Live-Depot zeigen und hast du wirklich 50.000 Euro verdient? Ja, das ist nur ein kleines Depot, um ehrlich zu sein. Das ist auch das Depot, was nur in Anführungszeichen 7 meiner Strategien automatisiert handelt. Wer das kennt, der weiß, wir bieten das auch über den Algo-Investor mit an. Und das ist einfach, ja, es ist nichts Besonderes, natürlich auch jetzt ein bisschen über dem Erwartungswert gut gelaufen. Aber das ist eben, wie es funktioniert, Strategien und Umsetzung. Wie wird sich die Entscheidung der EZB auf die Märkte auswirken? Die ist ja morgen, die tagt und wird um 14:30 Uhr die Pressekonferenz halten. Um 13:45 Uhr wird nichts am Zinssatz gemacht werden. Sie werden wahrscheinlich ein bisschen auf das Thema Inflation eingehen, weil die Fed das ja schon vorgelebt hat. Ich glaube aber nicht, dass sie den Markt groß bewegt und würde einen Abverkauf im Euro eher nutzen, um meine Position im Euro-Dollar-Long nochmal auszubauen. Die Griechen haben doch jetzt Gas. Ja, die haben ein Gasfeld gefunden. Die haben aber auch brennende Flüchtlingslager und eine Wirtschaft, die wirklich auch am Boden liegt, leider, und die sich auch in den letzten Jahren nicht groß erholt hat. Deswegen macht da 1% Zinssatz sicherlich keinen Sinn. Stefan fragt, wo kann man den BTP-Future kaufen? Bei DEGIRO, bei Interactive Brokers, also bei jedem guten Future-Anbieter. Und warum ist es ein Hedge, wenn der Markt kippt? Ja, das haben wir auch im März gesehen. Es ist einfach die Idee, dass eben hier diese Anleihen-Spreads entsprechend hoch rauslaufen werden. Und wie gesagt, solche Dinge sollte man verstehen, wenn man an der Börse aktiv ist, um eben hier das meiste auch aus dem Markt rausholen zu können. Können Sie uns das mal kurz anschauen? Italien 10Y, das ist die italienische Rendite. Wenn die italienische Rendite steigt, dann ist es quasi gut für die Short-Position. Wenn sie fällt, ist es schlecht. Und ich habe jetzt hier in dem Bereich von 1% die Position nochmal aufgebaut. Und du siehst zum Beispiel hier im März, wie schnell das von 1 auf 3% steigen kann. Aber auch wenn du historisch guckst, wie schnell du mal auf 4 oder 5% gehst. Das ist wie eine Put-Option. Das ist relativ günstig. Da kannst du in kürzester Zeit wirklich unglaublich viel
verdienen, muss halt nur ein bisschen geduldig sein und es ist halt deswegen ein sehr, sehr guter Hedge. Wenn der BTP Short 15% des Portfolios ausmacht, ist das vom Volumen der Future gemeint und nicht von dem Margin-Betrag. Genau, es ist das gehandelte Volumen, sprich also das Notional. Es ist auf Gesamtdepot nicht die Welt, aber es ist trotzdem eine Position, die auch ein bisschen ins Laufen kommen kann. Super Webinar, hat mir total gut gefallen. Sehr spannende und tiefe Informationen. Das finde ich in keiner Zeitung. Ja, lieben Dank, Matthias. Du bist ja auch in der Ausbildung. Du bist das schon gewohnt. Steffen sagt, vielen Dank für den Vortrag. War richtig cool. Dankeschön. Wo ist der Link? Ich sehe den Chart leider nicht. Ich weiß nicht genau, welchen Link du meinst. Also hier, das, was ich zeige, sind TradingView-Links. Wenn du rechts klickst in GoToWebinar, dann solltest du eine Teilnehmeransicht bekommen. Da kannst du auch Fragen stellen, wie du es ja gemacht hast, Erwin. Und dann solltest du auch unter Chat die Links sehen. Und da siehst du auch den Link zu der Ausbildung. Du siehst den Link zu den Informationen. Wie gesagt, wenn du hier dich vorher noch informieren möchtest, kannst du auch gerne alles nochmal nachlesen. Wir können auch gerne nochmal sprechen. Oder wenn du dann entsprechend hier das limitierte Angebot nutzen möchtest, kannst du auch hier den Link nutzen, der im Chatfenster ist. Wenn nicht, schreib mir eine E-Mail an info@andre-stagge.de oder geh bei mir auf die Webseite, da findest du auch unter www.andre-stagge.de, da findest du oben auch im Kontaktfenster die Möglichkeit, direkt mit mir zu kontakten, wenn du Lust hast. Manuel sagt, fand es wie immer klasse, Dankeschön. PS habe ebenso Glasfaser, der gute alte Telekom. Hoffe, dass alle anderen den guten Vortrag ohne Aussetzer genießen konnten. Ja, das hoffe ich auch. Und Internet in Deutschland ist ja auch ein kleines Trauerspiel. Sind alle zukünftigen Updates in der Ausbildung inklusive? Sehr wichtige Frage, Tobias. Aktuell ist es so: Jeder, der einmal in der Ausbildung ist, ist das auf Lebenszeit. Das bedeutet, du hast die Community auf Lebenszeit, du hast alle Updates auf Lebenszeit, du hast alle neuen Informationen auf Lebenszeit, du lernst von mir als Portfolio-Manager auf Lebenszeit. Und wenn alles gut geht, werde ich mir bald ein Bloomberg-Terminal holen. Auch davon würdest du auf Lebenszeit profitieren. Allerdings behalte ich mir vor, weil jeder, der in der Ausbildung ist, weiß, wie viel Arbeit ich da reinstecke, wie viel Zeit ich da reinstecke, dass ich das irgendwann mal auf ein Jahr limitiere. Aktuell, wer dabei sein möchte, ist es definitiv auf Lebenszeit, kann die Ausbildung kostenlos wiederholen und hat damit auch alle Updates und eben auch hier das Know-how der Gruppe. Toll, dass es eine Benachrichtigung zum Start des Marktausblickes per SMS gab. Ja, cool, danke, dass du das lobst. Haben wir uns diesmal einfallen lassen. Ihr wart ja so lieb, habt eure SMS-Nummer auch angegeben. Und ich weiß, es ist am besten, live dabei zu sein, Fragen zu stellen. So macht es mir am meisten Spaß und euch hoffentlich auch. Zur Ausbildung kann nur bestätigen, das Tempo ist rasant. Ja, danke schön, Wolfgang. Das nehme ich mal als Kompliment auf. Aber die Informationen sind fundiert und es lohnt sich. André bildet auf höchstem Niveau aus und ist sehr kompetent. Wo nimmt er nur diese Power und diese Energie her, 3 Stunden Dauerfeuer zu geben? Ja, aus der Motivation heraus, dass ihr besser mit eurem Geld umgeht und entsprechend da auch mehr draus macht. Ich habe ja immer wieder live die Depots, die Trades gezeigt. Ich weiß, dass es funktioniert in den Fonds, wie eben auch privat. Keiner braucht den teuren Investmentfonds, schon gar keiner braucht das Sparbuch, so wie Olaf Scholz. Wir müssen uns einfach mehr Gedanken machen und besser investieren. Und damit gibt es fast keine Fragen mehr. Der Jan schreibt noch super spannend, weiter so. Ganz lieben Dank, Jan. Und auch der Kai schreibt super Vortrag. Bin sehr froh, heute mit dabei zu sein und bin super froh, in der Ausbildung zu sein. Und er empfiehlt es weiter. Super, vielen Dank. Und er muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Wunderbar. Also wenn ihr keine Fragen mehr habt, sind die nächsten Schritte, dass ich euch die Aufzeichnung zukommen lasse. Die habt ihr dann morgen früh. Auch die Unterlage würde ich euch zukommen lassen, damit ihr die ganzen Daten und Fakten hier nochmal nachrecherchieren könnt. Ich habe die Charts heute über den ganzen Tag gesammelt. Freue mich, wenn noch Fragen sind. Gebt dafür noch genau 5 Sekunden, sonst mache ich nämlich Feierabend. Und die Unterlage, wie gesagt, bekommt ihr morgen. Auch das Angebot schicke ich nochmal rum. Wenn sich 2 Leute finden für das Angebot, sehr, sehr gerne. Wenn es mehr sind, ist das Angebot leider abgelaufen. So ist es einfach. Das werdet ihr sehen, wenn es den Gutscheincode dann nicht mehr gibt. Weil keine Fragen reinkommen, sage ich vielen herzlichen Dank. Danke auch für eure vielen Danksagungen. Es freut mich sehr, dass ihr durchgehalten habt. Und wenn ihr noch diskutieren mögt und noch Fragen habt, dann am besten per Discord und da fragt den André. Da wisst ihr ja, da stehe ich euch 24 Stunden, 7 Tage die Woche, zumindest so gut, wie ich das kann, zur Verfügung, denn am Ende geht es um die richtige Performance. Es geht darum, sein Geld zu vermehren. Da ist Wissen der entscheidende Schlüssel. Ich habe euch ein bisschen was zu dem Thema hoffentlich heute an die Hand gegeben und freue mich vor allen Dingen auch, wenn ihr das Wissen dann strukturell und langfristig umsetzt. In dem Sinne,
Herzliche Grüße aus Frankfurt, euer Fondsmanager der André. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Marktausblick oder noch besser bis zur Ausbildung, weil da kann ich am meisten Wissen mit euch teilen und dadurch habt ihr dann auch den allergrößten Mehrwert. In dem Sinne, schönen Abend, vielen Dank und bleibt gesund.